Mythos oder Wirklichkeit, es gibt mächtige Organisationen in dieser Welt, wirklich mächtige Organisationen, von denen ich schon 28 Jahre vorher mal ein ganzes Referat vorhand abgeschrieben habe. Ein Ex-Illuminati, ich wusste nicht, was ist Illuminati wieder Neues, man liest ja nirgendwo was davon. Hast du je in der Zeitung von Illuminati gelesen? Ich nicht. Aber vor 28 Jahren habe ich von einem Aussteiger-Illuminati eine ganze Message abgeschrieben vorhand. Und das wurde dann verteilt. Das waren unglaubliche Dinge. Bis zum heutigen Tag nie etwas erschienen in der Zeitung. Ist es jetzt ein Mythos oder ist es eine Wirklichkeit? Was tun wir, wenn Menschen meinen, in einem göttlichen Auftrag zu handeln, aber dabei Methoden verwenden, die absolut übel, absolut negativ, absolut böse sind? Was machen wir da? Stimmt das überhaupt? Ist das so? Ich hatte persönlich nie mehr Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich darf jetzt Joe Conrad auf die Bühne bitten. Er hat sich 15 Jahre lang mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Nebenbei auch noch über die Mondlandung. Das ist natürlich allerdings zu viel verlangt, in der halben Zeit gleich zwei Themen zu bestreiten. Aber wir möchten von dir wissen, Joe, was sagst du über Illuminati? Ist das eine Wirklichkeit? Gibt es wirklich Menschen, die so Dinge tun, die du erklären wirst? Ich möchte über Joe Conrad noch einige Dinge sagen. Er wird versuchen, ohne irgendetwas anzuklagen, das hat er so angekündigt, er wird versuchen, diese Denkweise der Illuminati, die er jetzt uns etwas entschlüsseln wird, verstehen zu lernen für uns, was die Konsequenzen sind, wenn wir dieses Denken von diesen Illuminati verstehen lernen. Das wird er uns versuchen beizubringen. Er selber zu seiner Person ist geboren 1958, ist gelernter Fotograf, hat 1995 sein erstes Buch Entwirrungen geschrieben, dann 1996 den Film Die NASA-Akte gedreht, dann 1997 sein Buch Zusammenhänge, im Jahr 2000 sein drittes Buch Ursprünge und im Jahr 2004 sein viertes Buch Wendungen. Diese Bücher sind hier, wenn ich gehört habe, die sind auch auf dem Büchertisch erhältlich. Auch das Video, ja, DVDs. Ich selber bin auf dich gestoßen über Secret TV, wo er Moderator war in Secret TV. Eine sehr ähnliche Arbeit wie diese hier, okay? Ja, nur viel größer. Ja. Naja, ich weiß es nicht, was größer ist. Was ihr hier macht, ist ja auch super groß, also ich finde das echt klasse. Man kann sich so abmessen. Ich wünsche dir viel gelingen beim Reden über Illuminati und dass wir nachher mehr wissen. Ja, die Mondlandung wollte die ja auch noch haben, jetzt habe ich sie drin. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich mache das gut. So. Ja, also ich denke, es wird uns nicht langweilig. Ich hoffe. Gut, ja, danke. Okay, danke. Ivo. Erstmal bedanke ich mich wirklich bei den Veranstaltern hier, Ivo, wunderbare Familie. Ich habe heute Morgen, als die Kinder das Lied gesungen haben, es hat mich so bewegt, ich musste fast weinen. Also es berührt einen zu sehen, dass es sowas heute noch gibt. Ne? Und was ihr hier gemacht habt, ist wirklich klasse. Gut, also das Thema ganz, ja, ist so, bitte. Ich habe das mal so formuliert, wie ticken die Illuminati? Weiß ich natürlich auch nicht wirklich. Und immer zu sagen, die Illuminati ist natürlich genauso gefährlich wie die Schweizer oder die Deutschen oder die Amerikaner oder die Juden, ist immer gefährlich zu sagen, sind alle gleich. Ne? Wir können doch versuchen, irgendwie da ein paar Einblicke zu bekommen. Der Film Illuminati läuft ja gerade in den Kinos. Ich habe ihn neulich nochmal angeguckt. Ist ganz toll gemacht, aber ja, letztlich lernt man nicht wirklich Handfestes daraus. Ich werde versuchen, so ein bisschen zu reden über die Struktur der Illuminati, die Ziele, Zeichen, die man vielleicht erkennen kann, Methoden, die sie anwenden. Was erwartet uns in der Zukunft? Was erwarten Sie in der Zukunft? Was planen Sie? Und das Wichtigste ist ja, wie gehen wir damit um? Das nützt ja nichts zu wissen, da sind irgendwelche dunklen Mächte, die haben irgendwas vor und wir können ja nichts dran machen. Also es ist auch immer wieder mir wichtig, einen positiven Abschluss zu finden, zu sagen, wir sind göttliche Wesen. Wir haben genauso viel Macht bekommen wie die da oben. Die haben nicht einen Piep mehr Macht bekommen vom lieben Gott als wir. Das heißt, ja. So, aber krasser Themenwechsel, weil das kam, aber es
kommt auch zusammen. Wir werden sehen, dass es tatsächlich darum geht, dass möglicherweise auch diese Hintergrundmächte auch dafür sorgen, dass uns unsere Stellung im Kosmos vorenthalten wird. Und ich mache das ein bisschen fest an der Mondlandung. Das ist immer ganz spannend, weil man kann Fotos zeigen und was man alles entdeckt, ist wirklich interessant. Ne? Also ich habe das damals als Kind, als Steppke, live erlebt, Mondlandung. Ne? Abends um 9 sind die ja irgendwo dann mit Apollo 11 auf dem Mond gelandet. Und da haben wir gewartet, wann steigen die aus? Ne? Wann steigen die aus? Ja, warten, war immer nur das Studio zu sehen. Die haben auch nicht gesagt, irgendwie wartet jetzt nochmal 6-7 Stunden. Es war tatsächlich morgens um 4, dass die Astronauten ausgestiegen sind. Frage ich mich, was ist da passiert? Ich meine, das ist ja ungewöhnlich. Ich fahre ja jetzt auch nicht hier irgendwo in die Schweiz und dann bleibe ich erstmal 7 Stunden im Auto sitzen und sagen, ach, jetzt bin ich so lange gefahren, jetzt bleibe ich erstmal hier sitzen. Das Erste, was ich mache, ist doch aussteigen, oder? Es ist ja auch nicht so schwer, jetzt festzustellen, wenn man auf dem Mond gelandet ist, wir müssen jetzt erstmal 7 Stunden alles checken. Man weiß ja ungefähr, was einen da erwartet. Also ich habe nicht verstanden, was war das Problem. Und die Aufnahmen, die man gesehen hatte, waren auch wirklich grottenschlecht. Also es ist ja nicht so, dass die so High-Definition-Kameras haben, wie wir heute selbstverständlich sind, aber die hatten schon eine relativ, gab es schon bessere Farb-Videokameras. Die ersten Bilder, die vom Mond kamen, waren so schlecht, dass man eigentlich fast gar nichts erkennen konnte. Warum? Gibt keinen technischen Grund dafür, meines Erachtens. Möglicherweise wollte man irgendwie die Bilder nicht so gut zeigen, weil man vielleicht Angst hatte, sonst kommt irgendwie was raus. Also zeigt man sie wirklich in einer miesen Qualität. Aber ich schicke mal voraus, ich weiß nicht wirklich, was genau passiert ist. Ich war nicht dabei. Ich kann nur Fragen stellen, Bilder angucken. Ich kann spekulieren. Wenn Sie mich nach einer Vermutung fragen, was da wirklich passiert ist, ich glaube, erstens mit der Technik war es unmöglich, auf den Mond und zurückzukommen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine geheime Technik, die ist wesentlich weiter, die sind auf dem Mond, die sind auf dem Mars, die sind sonst wo, nur das wird uns alles vorenthalten. Aber das ist, gucken wir uns einfach mal ein paar Bilder an, das ist ja hier so als eines der bekanntesten Bilder. Ich habe ja gesagt, Fotograf, und da fällt mir dann schon mal das eine oder andere auf. Hier einfach Lichtverlauf auf dem Boden. Wenn der Boden von der Sonne beschienen ist, dann müsste er eigentlich gleichmäßig hell sein. Nur gucken Sie einfach mal hier, wie das da aussieht, und ich mache es mal ein bisschen stärker am Kontrast, dann sehen Sie, da fallen Ihnen die Augen aus dem Kopf. Also hier ist kann man gar nicht zeigen, in der Mitte so ein weißer Spot, das ist wirklich weiß durch den Kontrast, und hier außenrum ist der Boden grau bis schwarz. Ist aber der gleiche Boden, ist eigentlich von der Sonne beschienen, macht das keinen Sinn. Das macht nur Sinn von einer Lichtquelle, die jetzt so nah hier ist. Da ist es auch so natürlich, da ist hier in der Mitte ein heller Fleck und zur Seite wird das Licht dunkler, ist klar. Das ist aber nur bei einer künstlichen Lichtquelle in der Nähe so der Fall. Aber gucken wir uns einfach mal weitere Bilder an. Hier sieht man es auch einfach Kontrast verstärkt. Das ist extreme Helligkeitsunterschiede. Rechts fast weiß, links grau und so weiter. Also passt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob der hier mit funktioniert. Zum Zeigen. Gut. Hier ist die Flagge. Ich könnte so viel zeigen. Ich habe natürlich jetzt hier nicht, weil ich wenig Zeit hatte, 1000 Bilder und Videos mitgebracht. Die Flagge ist ja auch so ein Thema, ob sie weht oder nicht. Aber hier ist auch, wenn man anfängt, sich die Bilder anzugucken. Und ich habe mir wirklich, es gibt tausende Bilder von der NASA, original, in hochauflösender Qualität, kann man sich im Internet heute runterladen. Das ist jetzt das Schöne am Internet. Und wenn man dann mal anfängt, Mensch, das mit diesem Kontrast erhöhen, das ist schon mal ganz interessant. Ja, machen wir hier mal. Was passiert dann auf einmal? Kann man es sehen? Ja. Ne? Oben, was ist dann? Vorhang, Nordlicht. Ich habe jetzt immer die Bildnummer draufgeschrieben, damit Sie es wirklich nachprüfen können. Sie können sich dieses Bild, normal sieht es so aus, da fällt es da oben nicht aus, es ist fast schwarz, aber man sieht es so ganz schwach. Ne? Was kann das denn da sein auf dem Mond, am Himmel? Ich weiß es nicht. Nur so kommen ja die ganzen Experten, die haben immer eine Erklärung. Ja, das ist in der Kamera, das ist so eine Lichtspiegelung. Entschuldigung, ich bin Fotograf. Also ich weiß, wie das aussieht, wenn die Sonne auf die Linse fällt. Das gibt natürlich Linsenreflexionen. Und das ist eine teure Kamera, das ist eine Hasselblad 500, die kostet Tausende von Dollar. Ich würde die Hasselblad ja um die Ohren schmeißen, wenn die solche Dinger da am Himmel macht. Ne? Und das macht die nicht nur einmal. Hier sind jetzt bei AS-12, also Apollo 12, jetzt haben wir ein Bild AS-11, also das Apollo 11, haben wir auch dieses komische Ding, ne, am Himmel, über der Flagge, sehen Sie es, blau.
hier über ja, der Mondfähre. Also immer wenn man es ein bisschen heller macht, dann ist schwarz auf einmal nicht mehr schwarz und der Himmel ist voller merkwürdiger Dinge. Kann eigentlich nicht sein, wenn es wirklich im Weltall ist, da dürfte da eigentlich nicht so ein blauer Vorhang rumhängen. Oder hier sieht man es jetzt nicht wirklich gut, oder können Sie es sehen in den Kreisen. Es sind einfach Objekte am Himmel, die haben da nichts zu suchen. Ne? Es sei denn, da fliegen UFOs rum. Oder das, ich weiß nicht, ob es im Studio gemacht wurde, aber es ist schon, gucken wir mal weiter. Da ist oben auch wieder der blaue Vorhang. Dann gucken Sie sich das Ding an, ne? Beduinen im Weltraum. Mit so einem Ding würde ich nicht mal von hier bis zum nächsten Lidl fahren. Das fällt auch auseinander. Gucken Sie sich das mal an. Wahnsinn. Da pfeift der Wind durch. Gegen was hilft so eine Verkleidung? Das ist ja so, man muss ja Gewicht sparen. Also alles, jedes Gramm, was man da auf den Mond schießt, muss mühsam, muss man sich überlegen, ist es wirklich nötig? Entweder etwas schirmt einen gegen die Unbilden des Weltraums ab, dann sollte es da aber dicht sein, oder? Sonst macht es keinen Sinn. Also was soll diese Verkleidung, wenn es keine Luft abhält und auch sonst nichts, ne? Gucken Sie, wie die das zusammengeklöppelt haben, ne? Also wenn man Kindern so ein bisschen Alufolie gibt und so Kupferfolie und Goldfolie und schwarze Folie und so ein bisschen Weltpappe, also wie gesagt, ich würde mit dem Ding nicht mal zum nächsten Aldi fahren. Gucken Sie sich sowas an. Macht das Sinn? Da sind diese beiden Streben, ne? Also das gibt doch keinen Halt, oder? Die schlackern doch da wild hin und her. Sehen Sie es? Ich verstehe es nicht. Dann immer diese Goldfolie und Kupferfolie und Silberfolie und schwarze Folie. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie noch nicht, was am besten wirkt. Aber die Frage ist ja, was bewirkt diese Folie überhaupt? Warum an diesen Streben? Diese Streben sind doch sicherlich, nehme ich mal an, aus Metall. Nun muss man Metall aber ja nicht mit Metallfolie vor der Hitze oder vor der Kälte schützen, oder? Macht doch keinen Sinn. Was für einen Sinn hat diese Verkleidung da. Ne? Also gut, wenn man jetzt irgendwie verderbliche Lebensmittel in Alufolie einwickelt, das ist vielleicht verständlich, dass das in der Hitze nicht so warm wird. Aber diese Metallstreben braucht man meines Erachtens nicht einzuwickeln. Ja, also gucken Sie sich den Boden an. Sieht aus wie im Zementwerk, oder? Und dann diese Teller da drin und diese Alufolie, das ist doch schon halb ab, diese Goldfolie. Sieht aus bei mir wie unterm Bett, aber gut. Dann hier auch als Fotograf wieder was. Also Foto gegen die Sonne, weiß ich, ist nicht besonders ratsam, sollte man aufhellen, Blitz oder sonst was. Die haben aber da nicht mit Scheinwerfern gearbeitet. Trotzdem ist der Astronaut, der da aus dem Dings aussteigt, eigentlich ganz gut zu sehen. Ne? Aber das Sonne kommt, ist ja rechts drauf zu sehen. Ist nicht zu erklären ohne Aufhellung von dieser Seite. Überhaupt, wie der da aussteigt. Also, ich habe ja damals das im Fernsehen gesehen und die hatten bei uns im ARD oder was, Studio, hatten die wirklich so eine Fähre nachgebaut und auch so einen Astronauten, der hatte so einen nachgebauten Anzug und so einen Tornister auf dem Rücken. Der ist da aber im Studio nicht rausgekommen. Die haben dem noch geholfen, der hat es nicht geschafft, durch diese Luke zu kommen. Aber auf dem Mond. Erstmal, ne, der Erste kann der Zweite vielleicht noch helfen und sagt, pass mal auf, du musst ja noch ein bisschen runter. Und die Luke ist nämlich richtig eng. Und dann mit diesem Rucksack-Tornister da. Und ein Ratscher, ne, da jetzt hier runterrutschen da die Leiter und irgendwo ein kleiner Ratscher reißt den Raumanzug auf und das ist ja Lebensgefahr. Der Zweite, der aussteigt, den kann der andere noch nicht mal mehr helfen. Der muss da alleine rückwärts mit so einem riesen Rückending da durch so eine ganz enge Luke. Kann man sich das vorstellen, wie schwierig das ist? Da oben sieht man, ja auch, ne, oben und rechts sieht man einfach so, es ist kein schwarzer Himmel. Da sind irgendwelche Sachen am Himmel, die da nicht hingehören. Ja. What's next? Das ist das Nordlicht, aber, nee, Moment. Ach so, da kommt ein Video, genau. Startet etwas langsamer. Ja, dauert ein bisschen, weil da jetzt ein Video kommt. Da kann man sich einfach mal die Bewegung angucken. Die fliegen also scheinbar mit Apollo 8 über die Mondoberfläche. Na komm. Wenn es mal wieder länger dauert, hat jemand einen Snickers hier?
Ne? Die fliegen also über den Mond auf, über Fläche, und gucken sich Bewegung an. Wupp. Ne? Kann man so fliegen? Kann man es sehen? Kann man es nicht sehen? Ganz schwach. Es ist natürlich auch nur wirklich eine schlechte Aufnahme. Aber die Bewegung ist einfach, ja. Hier sieht man jetzt das wenigstens, den Rückstart vom Mond. Da sieht man auch erstmal, fragt man sich, wo ist der Raketenstrahl? Wer führt die Kamera nach? Die sind ja beide da drin. Da ist keiner auf dem Mond. Kann man vielleicht mit Fernbedienung, aber die haben ja auch mal eine Zeitverzögerung. Ist nicht zu erkennen. Versuch's nochmal das Video hier. Hier geht's einfach um die Bewegung. Also ich habe viele, ne, die ist einfach nicht kontinuierlich. Das ist eine Bewegung so rum. Ne? Das schafft kein Objekt, was ja auch wenn es da keine Schwerkraft gibt, aber im Weltall ist die Masseträgheit funktioniert doch. Das wiegt hat ja eine Masse von ein paar tausend Tonnen und das kann man nicht auf einmal mal so rumfliegen lassen. Das geht nicht. Und hier, wie gesagt, der Start, kann man das erkennen? Video. Sieht man gar nichts, oder? Also ich sehe es hier. Gut, Videos, schlechte Idee. Ich habe 1000 andere Bilder und auf meiner Homepage, joekonrad.de, habe ich auch eine Seite über die Mondlandung, ganz viele von diesen Bildern mit den Fragen drin. Hier, warum sind die da über diesen dicken Felsen da gesammelt? Ne? Das ist doch gefährlich. Ich meine, da würde ich mit meinem Auto nicht mal rüberfahren hier. Ne? Ja, ich hab zwar Vollkasko, aber wenn die auf dem Mond sind und die nächste Werkstatt ist 300.000 Kilometer weit entfernt, dann fahre ich doch nicht mitten über so einen dicken Brocken, oder? Und da vorne, da sind sie auch genau über den Brocken gesammelt da. Die Spuren, die ist auch die Spurweite, ne? Ich weiß nicht, ich habe das mal eingezeichnet, also scheinbar variable Spurweite. Es gibt 1000 Fragen dazu. Hier sieht man, ne, gucken Sie vor und hinter den Reifen. Sieht man es? Keine Reifenspuren. Es sind da Fußspuren, aber keine Reifenspuren. Hier sieht man es nochmal besser. Keine Reifenspuren. Also wie ist das Ding da hingekommen? Ne, also hingefahren ist es nicht, das würde man sehen, oder? Also es gibt tausende von Internetseiten und tausend Videos. Geben Sie einfach mal bei Google Moon Hoax, Fälschung oder Fake oder sowas eigentlich. Sie kriegen tausende Sachen. Also ich kann gar nicht alles. Es ist so interessant, wenn Sie sich das angucken, da hat jemand mal einfach Bilder hintereinander gelegt von derselben Mission, also Apollo 15. Ne? Da steht auch immer die Bildnummer drauf, das heißt, man kann es nachprüfen. Und man hängt die aneinander, dann hat man eine kontinuierliche Hintergrund. Ne? Man hat einmal die Fähre dastehen und da hat man die Fähre dastehen. Auf der gleichen Mission. Kann eigentlich nicht sein. Es gibt so viele Beispiele. Hier sind von Apollo 16 und Apollo 17. Unten sehen Sie Ausschnitte. Die sind fast 100% identisch. Also so detailliert gleich. Ne? Das kann fast kein Zufall sein. Als wenn die immer im gleichen Studio gedreht haben. Ich weiß es nicht. Gut, ich rede jetzt mal ein bisschen drüber. Ich habe viele Bilder gezeigt. Es ist ja die Frage, was ist da passiert? Und was wird uns da vorenthalten? Ich weiß es natürlich nicht wirklich, aber es gibt inzwischen so viele Hinweise darauf, dass sie das Ding gefälscht haben. Es gibt ein Video, ich kann es leider hier auch nicht zeigen, weil ich das nicht runterladen konnte. Da wird gezeigt, wie die auch auf dem Weg zum Mond angeblich immer die Erde gefilmt haben und dass die Erde immer weiter weg ist. Die haben es aber gefaked. Sie haben nämlich im Fenster eine Blende reingesetzt in ihrer Mondfähre. Und sie waren aber in der Erdumlaufbahn noch. Das heißt, die haben nachher die Blende weggenommen. Das heißt, sie haben erst quasi durch die Blende haben sie den Eindruck erweckt, die Erde ist ganz weit weg, wir sind auf dem Weg zum Mond. Und dann haben sie die Kamera laufen lassen, das ist jetzt zufällig irgendwo rausgekommen. Dann haben sie die Blende aus dem Fenster genommen und dann sieht man, dass eben die wirklich im Erdorbit sind, wo sie angeblich schon auf dem Weg zum Mond waren. Also es ist eindeutiger Beweis. Und es gibt eben die Frage, schafft man es, durch den Van Allen Strahlungsgürtel zu kommen? Und wir müssen ja bedenken, seitdem sind 40 Jahre bald vergangen, ja 69, ne? Seitdem ist kein Mensch mehr außerhalb der Erdumlaufbahn gewesen. Ne? Die Shuttle-Mission, alle im Orbit der Erde. Und normalerweise technisch entwickeln wir uns immer weiter. Ne? Diese ganze Technik, die wir haben, Kameras, alles seitdem super weitergegangen. Wir kommen aber nicht mal mehr auf den Mond. Die Amis sagen, wir schaffen es nicht mehr auf den Mond. Nächste Mondmission brauchen wir 20 Jahre Planung für oder sonst was. Die schaffen es nicht mehr auf den Mond zu kommen. Warum? Die Astronauten.
Der Neil Armstrong, erster Mann auf dem Mond, müsste meines Erachtens ja viel zu erzählen haben, dauernd in irgendwelchen Talkshows unterwegs sein, bei Oprah Winfrey oder was es früher gab. Gibt's nicht. Ganz, ganz, ganz wenige öffentliche Auftritte von dem. Britney Spears und irgendwelche Models, die sind ständig in irgendwelchen Talkshows, die haben nichts zu erzählen, die waren nicht auf dem Mond. Neil Armstrong, erster Mann auf dem Mond, es gibt fast kaum öffentliche Sachen, wo er frei darüber redet, über seine Erfahrung vom Mond. Es gibt ein, zwei Videos, ganz kurz, und der Mann hätte doch wirklich was zu erzählen, der war wirklich angeblich auf einem anderen Planeten. Ein anderer, der hat wirklich einen Reporter, der ihn gefragt hat, komm, bitte schwöre auf die Bibel, dass du auf dem Mond warst. Der hat ihn ausgenockt. Gibt's auch im Internet als Video. Ne, also wenn jemand sagt, Joe, schwöre mir, dass du aus Worpswede kommst, dann sage ich, ja bitte schwören, aber wenn du drauf bestehst, dann schwöre ich dir das. Das ist ja so. Ne? Warum sollte man nicht schwören, wenn etwas so ist? Der wollte nicht schwören, dass er auf dem Mond war. Ja, ich weiß nicht, wie wir es in der Zeit machen. Es gibt tausend Sachen dazu. Wie gesagt, kann man im Internet tausend Sachen finden. Auf meiner Homepage habe ich eine ganze Menge dieser Bilder einfach mit Fragen. Was ist da los? Es gibt natürlich, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen immer, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die NASA uns alle belügt. Das ginge ja gar nicht. Das ist doch haben doch einen öffentlichen Auftrag. Erstmal muss uns bewusst sein, die NASA untersteht dem Verteidigungsministerium in Amerika. Das ist also im Grunde eine militärische Aktion. Die Astronauten sind alle zur Geheimhaltung verpflichtet und sie sind zum großen Teil Freimaurer. Da kommen wir gleich fast zum nächsten Thema. Das sind einfach nur mal einige der Astronauten und in welcher Loge sie sind. Ne? Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganz viele, 10 Astronauten alleine aus einer Loge. Hier ist noch ein Bild, das ist ein Buch, über Geheimakte Mond, das kenne ich gar nicht, aber das Titelbild, da ist eben eine Freimaurerflagge drauf, die war auf dem Mond, hängt jetzt irgendwo in Washington in der Loge. Das heißt, es ist wirklich die Frage, war die wirklich auf dem Mond? Wo machen wir da weiter? Wir kommen natürlich jetzt in den Bereich der Logen und der Illuminati, wäre ein schöner Übergang, aber ich will einfach noch die Frage stellen, was läuft da wirklich? Was wird uns da vorenthalten? Ich bin überzeugt und es gibt viele Hinweise dafür, dass auf dem Mond viel mehr los ist, als man uns sagt. Also, dass es da Bauten gibt, dass es da möglicherweise andere Lebewesen gibt. Es gibt Remote Viewing, ich weiß nicht, wer das kennt. Remote Viewing, das ist eine Technik, wo man wirklich quasi geistig eine Fernwahrnehmung von unbekannten Orten machen kann. Das ist kein Hokuspokus, das hat das Militär auch und die Geheimdienste haben das angewendet oder wenden das an. Und eigentlich alle Remote Viewer, die das als Ziel, also die kriegen irgendwie einen Umschlag, ein Ziel, die wissen nicht, was das ist und dann kriegen sie so Eindrücke. Dann sagen sie, ja, das ist heiß oder kalt oder es ist hell oder ich sehe was Rotes oder was, es fühlt sich wie Wasser an oder es ist irgendwie Gefahr. Die kriegen also einfach Eindrücke, ne? Und so machen sich irgendwie von irgendeinem unbekannten Ziel, sammeln die Eindrücke, wird immer genauer. Und alle Remote-Viewer, die den Mond als Ziel bekommen haben, die haben immer gesagt, da laufen irgendwelche Wesen rum und da ist Leben und möglicherweise eine Atmosphäre. Ich weiß es nicht, ich war ja noch nicht da, aber ich denke, entscheidend ist, weswegen ich darüber rede. Ich sage ja, ich habe nicht die Wahrheit, aber die von der NASA, die haben wir Milliarden Dollar Steuergelder bekommen, damit sie uns diese Sachen erforschen. Und die müssen uns die Wahrheit über unsere Stellung im Kosmos sagen. Ne? Es geht ja darum, wo stehen wir? Sind wir alleine im Universum? Kommt jetzt das Thema natürlich UFO-Thematik und so weiter. Aber ich gehe davon aus, es gibt natürlich viel mehr im Universum, als man uns sagt. Und hier, Mondlandung ist eigentlich nur der Einstieg, um zu zeigen, wir werden belogen. Man zeigt uns nicht die Wahrheit. Ja, danke. So, auf der Flagge hier sehen wir 33. Grad. Da rechts irgendwo 33. Grad. Das ist interessant, da sind wir nämlich gerade beim nächsten Thema. 33. Grad der Freimaurer ist der oberste Grad in einem schottischen Ritus, ist der Übergang der Freimaurer in die Illuminati. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, wie ist die Struktur der Illuminati. Es gibt natürlich wirklich wenig Handfestes. Man kann über die bayerischen Illuminaten einiges lesen, aber die wurden ja irgendwann gegründet von Adam Weishaupt und dann sind sie verboten worden und dann waren sie irgendwann weg. Das sind aber nicht die Illuminati, über die wir reden. Die gibt es schon viel länger und die gibt es auch immer noch.
Aber eigentlich ist das nur ein Begriff. Aber sie sehen sich selber eben so, Illuminati erleuchtet. Und wir müssen einfach gucken, wie ist die Struktur? Ganz schwer zu durchschauen, aber im Grunde sind, versuchen sie überall in sämtliche Strukturen der Erde, wo irgendwas Wichtiges stattfindet, da ihre Leute reinzukriegen und so alles zu kontrollieren. Und durch das Logensystem, durch die Pyramide der verschiedenen Grade ist es immer so, dass Informationen immer nur von oben nach unten fließen. Beziehungsweise, dass die oben befehlen können und die unten wissen noch nicht mal, wo kommt der Befehl tatsächlich her. Ne? Die in der Freimaurerei, in den niedrigen Graden, die sagen, es gibt ja nur Lehrling, Geselle, Meister, also drei Grade. Meister ist der oberste Grad. Die wissen nicht, dass es da noch einen 33. Grad gibt und vielleicht darüber noch andere Grade. Ne? Das wissen wir halt auch nicht. Aber es gibt eben, die Struktur ist so komplex, dass wir sagen müssen, es ist ein Komplex, der alle Bereiche der Geheimlogen, aber auch der Religionen, der Politik, der Wirtschaft, des Militärs, der Gesundheitswesen, Psychiatrie, Medien, Banken, Logen infiltriert hat. Das versucht möglichst alles zu kontrollieren. Wir werden nachher sehen, wie kriegt man Menschen unter Kontrolle? Wie funktioniert das? Wir hatten ja vorhin schon einen schönen Vortrag von Dr. Kilde über Mind Control und die haben das natürlich erforscht. Wie kriegt man die Menschen dazu, bestimmte Dinge zu machen? Also natürlich muss man dann eben verschiedene Strukturen aufbauen, so dass man die gegeneinander ausspielen kann und in die verschiedenen Bereiche reinkommt. Und das funktioniert. Stellen wir uns mal irgendwo vor, hier ist ja das Problem mit der AZK, dass jetzt die Medien wieder dann wahrscheinlich jetzt auch schreiben, Joe Conrad war bei AZK, dann muss es ja ein antisemitischer Verschwörungstheoretiker. Ne? Mein Eintrag bei Wikipedia ist nicht spirituell oder irgendwie was, sondern es ist ein antisemitischer Verschwörungsautor. Haben wir darüber diskutiert bei Wikipedia? Die bestehen da drauf, das ist das Einzige, was man über mich sagen kann. Ne? Das wird also auch wahrscheinlich in der Zeitung stehen. Also wie können wir uns das vorstellen? Da ist ja jetzt nicht jeder Redakteur irgendwo in der Loge drin. Ne? Wie funktioniert das? Wahrscheinlich der Chefredakteur. Und wenn der nicht, dann hat die Zeitung jemand aufgekauft, der irgendwo im Hintergrund ist. Und wie funktioniert das? Das geht eben über so eine freiwillige Selbstkontrolle. Ne? Wer da Reporter ist, der merkt schon schnell, wenn er dauernd mit Themen kommt, oh, ich war bei der AZK, die haben gesagt, die Impfungen sind ja total doof, da will ich einen riesen Artikel schreiben. Dann sagt der Chefredakteur, Moment, mein lieber Freund, wenn du hier in dieser Zeitung älter werden willst, dann musst du das Thema anders angehen. Impfungen sind natürlich sinnvoll, wird er dann erzählen. Ne? Und wenn der junge Mann dann bei der Zeitung bleiben will, wird er sich das überlegen. So funktioniert das. Die wollen ja alle da in Lohn und Brot bleiben. Also ist jeder weiß ungefähr, was er besser nicht sagt. Ne? Und Leute wie ich und du, die verzichten dann im Grunde auf ihre Karriere in der Welt, wo es um richtig viel Geld geht. Ne? Aber ich sag mal, das ist mir nicht so wichtig. Ich mache meine Arbeit lieber so und kann morgens in den Spiegel gucken. Na gut, ganz morgens nach dem Aufstehen lieber nicht. Aber wichtig ist, dass man dazu stehen kann, was man macht. Ne? Danke. Also ich werde nochmal auf die verschiedenen Bereiche gehen. Also Religionen zum Beispiel. Es ist so, dass wir denken, ja, es gibt ja die verschiedenen, es gibt Christentum, es gibt die Moslems und es gibt das Judentum und dann noch diese östlichen Religionen. Jetzt denken wir, vielleicht die Illuminati kontrollieren vielleicht, was weiß ich, die Christen oder sonst was. Die kontrollieren natürlich oder versuchen oder sind weitgehend eben involviert, auch bei den anderen Religionen. Illuminati ist eben eine Struktur, die haben einen harten Kern, einen inneren Kern, da geht es natürlich auch verschiedene Grade. Es gibt äußere Kreise, die haben im Grunde, die haben zwar schon höheres Wissen oder wissen mehr als wir, aber wissen auch nicht alles. Die machen Verwaltungsarbeiten und so weiter. Dann gibt es eben verschiedene Bereiche und jeder kriegt im Grunde seinen Bereich irgendwo zugeteilt. Religion ist eben ein Bereich. Wo wir das schön sehen können, ist beim Vatikan. Der Film Illuminati stellt das ja so dar, als wenn die Illuminati quasi den Vatikan bekämpfen wollten oder umgekehrt oder die sich bekämpft hätten. Wahrscheinlich ist das eine Ablenkung, denn ich denke, das ist eine Branche der Illuminati, der Vatikan.
Und da spielen so viele Gruppen eine Rolle, die Leviten, die Jesuiten. Der Papst muss, wenn der beichtet, geht der zum General der Jesuiten. Die Jesuiten sind ein ganz interessanter Verein. Die schwören nämlich, wenn sie da eintreten oder wenn sie da tätig werden wollen, dass sie überall, wo sie tätig werden, Hass und Zerstörung reinbringen wollen. Und die gehen überall rein. Die Jesuiten, die können also, was weiß ich, auch irgendeine Sekte führen. Die kann durchaus interessante, was weiß ich, neue spirituelle Ausrichtung haben, wird aber geleitet von einem Jesuiten, der sich da so einbringt, aber letztlich auch diese Gruppe kontrollieren kann. Und so ist das eben in allen Bereichen. Wenn wir denken, der Islam ist gegen die Juden zum Beispiel. Das ist alles ein Spiel, ne? Teile und Herrsche. Also wenn wir uns das vorstellen, mit dieser Gedankenausrichtung, wir gehen überall hin, um Hass und Trennung zu erzeugen und damit Macht zu erzeugen. Ja, ist ein trauriges Weltbild. Ne? Also die wollen überhaupt gar nicht unbedingt was Positives. Ich komme später noch darauf, wie sie sich selber dafür rechtfertigen. Aber ich will es eben noch in verschiedenen Bereichen machen. Das ist natürlich in der Politik das Gleiche. Jeder, der irgendwie hochkommen will, der sollte irgendwie in einer Loge sein. Vorhin war ich bei dem Beispiel mit dem Journalisten. Ne? Der Chefredakteur ist wahrscheinlich irgendwo in seiner Region, im Freimaurer oder Lions oder Rotary. Ne? Und dadurch, die von oben können sagen, aha, da an der Zeitung, da passiert gerade was, das gefällt uns nicht, den müssen wir entweder austauschen oder der kommt höher, weil er gut arbeitet. Ne? So funktioniert das einfach. Ne? Eben auch in der Politik, wer nach oben kommen will, sieht man ja besonders bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Ich meine, da werden solche Summen reingesteckt. Ist doch ganz klar, dass die Leute, die da Geld reinstecken in den Wahlkampf, dass die da irgendwann auch mal wieder was für haben wollen. Auf Bush und Obama kommen wir später noch zu sprechen. So ist das in allen Bereichen. Und sie versuchen natürlich, um uns immer Demokratie zu verkaufen. Das heißt, ich komme später noch auf die Methoden. Also es geht immer darum, dass man natürlich uns versucht, etwas schmackhaft zu machen. Ne? Also es ist halt schwierig, alle Menschen komplett in Fesseln zu legen. Das geht nicht. Es geht über geistige Kontrolle. Es geht darum, dass man uns etwas vortäuscht, uns etwas verspricht und so weiter. Wirtschaft ist natürlich auch klar, dass man versucht, da überall reinzukommen. Es geht ja auch um viel Geld. Militär. Es ist auch so, dass natürlich die Illuminati eigene Waffen haben und Atomwaffen sind noch die harmlosesten. Da sind wir längst drüber. Es gibt ganz andere Waffenentwicklungen. Und die kontrollieren natürlich die meisten Militärorganisationen auf der Erde und haben ihre eigenen Geheimdienste, aber eben auch Militär und geheime Waffen, die wirklich im Grunde sehr, sehr, sehr weit entwickelt sind, weit über das, was wir wissen. Frau Dr. Kilde hat es ja schon gesagt, ne? Das, was wir wissen, das ist Technik von vor 50 Jahren, das ist tatsächlich so auch in der technischen Entwicklung, die sind 50 Jahre weiter oder noch weiter. Gesundheitswesen, wir haben das Thema jetzt gehabt mit den Impfungen und AIDS, Krebs, überall wird nicht darum gekümmert, dass die Menschen gesund leben, sondern dass man irgendwo dran verdienen kann. Psychiatrie ist ein Zweig, der ganz wichtig ist. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass in Deutschland allein, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, jeden Tag 400 Menschen ungefähr gegen ihren Willen in die Psychiatrie eingeliefert werden. Es ist ein ganz heißes Thema, trauriges Thema. Ist so, ist traurig. Ich habe das wirklich teilweise selber erlebt mit Leuten, die waren auf einmal weg, Einer hat mir erzählt, ein junger Mann, der war in Hamburg auf der Reeperbahn, ist da überfallen worden, hat sich an die Polizei gewandt, war da ein bisschen aufgebracht. Die haben den, anstatt die Anzeige aufzunehmen, haben die den in die Psychiatrie gefahren. Dort gleich festgeschnallt auf dem Bett, eine Spritze reingekriegt, gegen seinen Willen, wurde nicht gefragt. Da frage ich mich immer, ich würde am liebsten die Polizisten fragen, seid ihr euch bewusst, was da passiert? Würdet ihr eurem Kollegen in diese Lage bringen wollen, dass der festgeschnallt wird und eine Spritze kriegt gegen seinen Willen? Dann würden die wahrscheinlich sagen, nee, möchte ich nicht. Aber wieso dieser junge Mann? Und wenn man da erstmal einmal anfängt, man kommt ganz schwer wieder raus aus der Psychiatrie. Es gibt Leute, ich habe jemanden kennengelernt, der aus Liebeskummer sagte, ich gehe mal in die Psychiatrie, ich habe Liebeskummer. Ist dann ewig drin und es wird natürlich nicht besser, weil die nicht heilen, sondern irgendwelche Psychopharmaka verabreichen, die
im Grunde einen Menschen wirklich von seinem innersten Kern versuchen zu trennen. Ne? Das hat eben auch mit Mind Control zu tun. Psychiatrie, Medien hatten wir eben schon. Dass natürlich alles immer mehr zentralisiert wird und dass im Grunde nur ganz wenige Medien oder Nachrichtenagenturen weltweit die Nachrichten für ihre Zeitung zu Hause bringen. Ihr Lokalblatt, da denken Sie, die Reporter recherchieren da noch. Nein, tun sie nicht. Die kriegen aus dem Ticker irgendwelche DPA-Meldungen von 3, 4, 5 Agenturen weltweit und das wird also weltweit das Gleiche verbreitet. Wir sehen es an der Schweinegrippe, ist ein schönes Beispiel, ne? Dass man einfach da die Sau durchs Dorf treibt und es ist eigentlich gar nichts dran. Die Medien haben da eben natürlich einen riesen Einfluss, deswegen muss man die natürlich kontrollieren, ist ja ganz klar. Banken ist auch klar und eben die Logen. Freimaurer, Lions, Rotary hatte ich schon genannt, Skull and Bones, ne? Da tritt dann ein Präsidentschaftsbewerber, der in Skull and Bones ist, gegen den anderen an, der auch in Skull and Bones ist, ne? Nur als Beispiel. Ja, Zeichen, das ist natürlich so das bekannteste Zeichen hier, diese Pyramide mit dem allsehenden Auge oben. Warum ist die auf der 1-Dollar-Note? Ich meine, in Amerika gibt es nicht so viele Pyramiden, so viel ich weiß. Aber steht natürlich nicht für die ägyptischen Pyramiden, sondern einfach diese Struktur. Unten die breite Masse, die weiß von nichts, die sind dumm. Dann kommen die verschiedenen Grade der Logen. Und je höher man kommt, desto exklusiver wird das. Und wer wirklich oben an der Spitze steht, das wissen wir nicht. Da kann man nur spekulieren. Meines Erachtens geht es möglicherweise sogar in den außerirdischen Bereich, dass da irgendwelche Außerirdische die Illuminati wiederum kontrollieren oder sogar irgendwelche Wesen aus einer nicht physischen Welt, die, ja, man könnte sie Dämonen nennen oder wie auch immer. Gucken wir uns einfach mal ein paar Zeichen an. Ja, ne, da gibt es dann immer wieder irgendwelche Zahlen, die 13 zum Beispiel, hier auf, ne, sind x-mal die 13 drin. Dann haben wir natürlich die 23, die so als Illuminati-Zahl schlechthin gilt. Aber dann macht es sich so einfach, wenn man sagt, oh, 23. Die Illuminati haben im Grunde ein sehr umfangreiches Wissen über Numerologie. Für die hat jede einzelne Zahl hat eine eigene Bedeutung. Und ich habe es mal erlebt von jemandem, der sagt, er ist ein Aussteiger aus einer Illuminati-Familie. Das heißt, der hat es nicht einfach, weil die Familie versucht wirklich, den zu beseitigen. Und dem macht es ihm wirklich nicht leicht, denn da kann man eigentlich nicht aussteigen. Aber wenn der die Zeitung liest, der liest die völlig anders als wir. Der nimmt eben irgendwelche eine Quersumme aus irgendeiner Zahl, dann sind so und so viele Tote, dann sagt er das und das und das und dann hat er eine ganz andere Botschaft aus der Zeitung gelesen als unser einer. Das ist ein schönes Beispiel. Das geht natürlich auch, was ich jetzt hier über Illuminati erzähle, gilt im Grunde dann eben auch für die Logen, also die Zeichen sind teilweise ähnlich, Freimaurerei, haben auch damit zu tun. Das hier ist ein Titelbild aus der FAZ, oder FAZ Magazin gibt es heute nicht mehr. Frage ich mich, ich habe ja nie was gemacht, was Hand und Fuß hat, aber wenn ich eine Tochter hätte, ich würde dich aber nicht so anziehen, oder? Das ist doch irgendwie unpraktisch, oder? Also, was bedeutet dieses Bild? Passen die Turnschuhe zu dem schicken Kleid? Was bedeutet, ja, ich gehe das einfach mal durch, weil ich habe ja nicht so wahnsinnig, darf ich noch ein bisschen? Ich erzähle einfach ein bisschen, ne? Also, Schnelldurchgang. Unten haben wir die Kiste, steht für den Kubus, ist in der Freimaurerei eben ein wichtiges Zeichen, Symbol. Hier unten haben wir Turnschuhe, da ist der fünfzackige Stern drauf, Pentagramm ist natürlich auch wieder ein Symbol, was immer gerne genommen wird. Ne? Wie viele Flaggen gibt es alleine auf der Welt, wo ein fünfzackiger Stern drauf ist? Oder Firmenzeichen, achten Sie mal einfach auf diese Zeichen. Dann haben wir diesen Unterbau des Reifrocks, der ja eigentlich keinen Sinn macht bei so einem kurzen Rock. Ne? Was könnte das symbolisieren? Pyramide wieder, ne? Diese Struktur. Dann haben wir irgendwie da auch Fingerhaltung, das ist wirklich wie ein Freimaurerzinken, wird das genannt. Und dann ist eine ganz einfache Symbolsprache, also da, das Kleid wird aufgedeckt, hier in diesem Heft wird was aufgedeckt oder enthüllt oder wie auch immer. Und der eingeweihte Freimaurer schlägt dann vielleicht gerade Seite 33 auf oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich verschiedene Botschaften für verschiedene Grade und jeder versteht es vielleicht auch anders. Je höher ist, desto mehr Zeichen kennen die natürlich. Ne? Das hier war übrigens dieses Heft kam kurz bevor in der Bundesrepublik Deutschland abgestimmt wurde über Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Und wir Deutschen haben noch gesagt, nach den zwei Weltkriegen nie wieder Krieg.
finde ich heute noch gut. Aber unsere Politiker haben so nach und nach dann wieder entschieden, wir müssen ja erstmal humanitäre Einsätze im Ausland, das müsste ja schon mal gehen. Das war also kurz vor der Abstimmung über Einsätze von Sanitätern der Bundeswehr im Ausland. Wir haben da nichts zu suchen, wir haben ja nicht mal einen Friedensvertrag. Und wir haben nur eine Verteidigungsarmee. Trotzdem sind unsere Soldaten, also auf Deutschland bezogen, jetzt schon wieder weltweit irgendwo im Einsatz. Und dieses Heft war kurz vorher drin. Was haben wir noch für Zeichen? Ja, das ist ein Zeichen. Was bedeutet das? Kann man natürlich auch frei interpretieren. Uns George W. Bush. Macht das aber gerne, dieses Zeichen. Und wenn man ihn fragt, dann sagt er, ja, ich bin ja Texaner und in Texas haben wir ja diese Longhorn-Rinder und das ist das Zeichen für dieses texanische Longhorn-Rind. Ist interessant. Barbara Bush steht scheinbar auch drauf. Also er macht das immer wieder. Die Tochter macht es. Da ist unser ehemaliger Bundeskanzlerdarsteller Schröder und Herr Bush. Aber scheinbar stehen nicht nur die Texaner auf diese texanischen Rindviecher, sondern Clinton. Das ist Cheney, ne? Ja. Tja, der Gewinner der Tour de France, Sarkozy, macht es auch gerne. Alle machen es, Clinton. Das ist ein satanisches Zeichen, ne? Satanisten machen das. Ich will Ihnen jetzt keine Angst machen, also falls Sie Angst bekommen, die Notausgänge befinden sich zwischen den Reihen 32 und 33. Also ändert jetzt auch nichts, dass die Satanisten eventuell sind, ne? Aber das ist einfach, diese Fülle von Zeichen ist schon verblüffend, ne? Tja, da sind noch ein paar Politiker, die es immer wieder gerne machen. Also ich habe massenhaft davon. Und dann haben wir eben gefragt, Obama, das ist doch der Erlöser, der macht das doch sicher alles besser. Gut, ja, dann macht er wahrscheinlich wieder, erzählt er irgendeine Geschichte mit so einem Wolf oder was, aber nein, da auch. Ich sag da nichts zu. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Also wenn es der Erlöser ist, möchte ich von dem nicht unbedingt erlöst werden. Aber wir können uns sowieso nur selber erlösen. Also von daher ist es egal. Ja, hier sehen wir das Pentagramm. Gerade wenn man es mit der Spitze nach unten macht, ist es eben auch ein satanisches Zeichen. In der Mitte sieht man es ganz klar. Links ist aber auch so ein Freimaurer-Anhänger. Rechts ist eine... Ist das die Tapferkeitsmedaille der US Army, glaube ich, oder sowas? Im Grunde auch eine stilisierte, fünfzackiger Stern mit der Spitze nach unten. Satanisch, tut mir leid. Man kann es verklausulieren, ne? Diese Zeichen der Freimaur, die kann man eben wunderbar einfach tarnen. Ne? Das ist einfach so eine Rose, fällt gar nicht auf. Ne? Das ist auch im Grunde mit der Spitze nach unten ein Fünfzack ist. Und hier, was fällt Ihnen auf diesem Bild auf? Hillary Clinton im Wahlkampf. Sie macht jetzt kein Zeichen. Fällt irgendjemand was auf? Gucken Sie sich mal die Flagge an. Ne? Also ich meine, wenn man wirklich eine Flagge klöppelt, die 20 Meter groß ist, lang ist, dann müsste man doch wissen, wie rum gehören die Sterne auf der Flagge. Ne? Alle mit der Spitze nach unten. Ne? 1000 Leute da, keiner merkt, dass die amerikanische Flagge die Sterne falsch rum hat. Und das ist kein Zufall, sowas klöppelt man doch nicht, ne? Wenn man so einen Auftrag kriegt für so ein Ding, da sagt man, oh, sorry, ich wusste nicht, dass AZK, dass das so rumgehört. Wird man reklamieren, oder? Die Fahne müsste man reklamieren. Macht man aber nicht. Es ist eine eindeutige Aussage. Den meisten Menschen fallen eben diese Zeichen nicht auf. Nur die Eingeweichten eben. Und das... Dir Dalai Lama. Entschuldigung, ein kleiner Scherz zur Auflockerung. Ich fand das so witzig. Und, mein Gott. Muss mal sein, zwischendurch zum Lachen. Aber da kommt der nächste Hammer. Der Papst auf einem Stuhl, Rückenlehne, umgedrehtes Kreuz. Natürlich auch Zeichen des Antichristen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also... Die Zeichen finden wir überall, aber die meisten Menschen bemerken sie nicht. Nur wenn man sie eben so vorführt wie ich hier, dann achtet man auch mal drauf. Und diese Zeichen finden wir überall. Das sind Zeichen aus der Freimaurerei, da habe ich das schon gesagt hier. Schnelldurchgang. Unten wieder der Kubus als behauener Stein. Hat alles eine Bedeutung. Der Altar, dann Zirkel- und Winkelmaß. Dann haben wir Akazienzweige, wir haben... Bienenstöcke, ich kann von hier ganz schlecht gucken. Und wir haben die beiden Säulen und wir haben oben auf den beiden Säulen jeweils ein Pentagramm mit der Spitze nach unten.
Gut. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Freimaurer oder jeder, der irgendeiner Loge ist, ein böser Mensch sein muss. Überhaupt nicht. Ich will das auch gar nicht bewerten. Es sind sicherlich auch viele ehrenwerte Leute drin. Ich kenne auch Freimaurer persönlich und das können auch wunderbare, liebe, nette Menschen sein. Die sind da reingegangen, weil sie dachten, Mensch, da trifft man sich mit interessanten Leuten, die weiterkommen wollen. Es gibt ja auch spirituelles Wissen, aber es bleibt irgendwo hängen. Und eben weiter oben wird es halt irgendwann, ja, ist die Frage, wo geht die Reise hin? Aber wie gesagt, die Frage ist immer nicht verurteilen, sondern es sind nicht alle gleich und nicht alle, die jetzt in der Loge sind, müssen böse Menschen sein. Also einfach auch differenzieren. Sind alles Menschen. Der eine entscheidet sich fürs Licht, der andere für die Dunkelheit und es gibt 1000 Schattierungen dazwischen. Wie sehen sich die Illuminati? Ja, es gibt ja wenig offiziell drüber. Es gibt, ne, also wir finden keine offiziellen Einträge oder bei Wikipedia nicht wirklich was. Das sind alles Verschwörungstheorien. Also es gibt nicht wirklich was Handfestes. Und ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ich habe den Durchblicker-Lehrgang gemacht. Wo kriegt man Informationen her? Es gibt ein paar Aussteiger. Es ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, wie ich schon sagte, auszusteigen aus den Familien. Die Swali ist eine ganz bekannte Aussteigerin. Die finden Sie im Internet, wenn Sie die googeln. Den Namen alleine werden Sie viele Einträge finden. Hidden Hand komme ich gleich noch drauf. Die beschreibt einfach ja, wie man in so einer Familie aufwächst und das Illuminati sind eben Familien und Häuser und die verbinden sich im Grunde auch nur untereinander. Das heißt, die heiraten dann jemand, um Machtstrukturen aufzubauen und weiterzukommen, höher zu kommen. Es geht da wirklich immer nur ums Höherkommen, Weiterkommen. Es geht um Macht, Geld und es geht nicht um Liebe. Es geht um alles andere. Und die wachsen, wie sie sagt und wie ich das eben auch aus anderen Beispielen kenne, weitgehend ohne Liebe auf. Im Gegenteil, also die werden als Kinder so erzogen, die gehen davon eben aus, die Illuminati, Liebe ist was für Weicheier, ne? Und nur die Harten kommen in den Garten und ja, der Zweck heiligt die Mittel und man soll die Kinder nicht verweichlichen. Wer nach oben will, der muss halt skrupellos sein und Liebe hat da nichts zu suchen. Also die Kinder werden teilweise eben, wenn sie nach der Mutter schreien, eben nicht auf den Arm genommen, sondern vielleicht dann noch geprügelt oder gequält. Und es gibt wirklich ziemlich üble Sachen, die da laufen. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und denen wird auch ziemlich deutlich vor Augen geführt, was passiert, wenn da jemand aussteigen will. Also Loyalität wird da auf der Basis von Angst erzwungen. Wer da aussteigt, der hat kein leichtes Leben und erlebt möglicherweise sehr, 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 sehr unschöne Dinge. Hidden Hand ist jemand, der auch im Internet geschrieben hat und der sagt, er behauptet, es ist ein Illuminati und er hat Auftrag bekommen, für eine kurze Zeit im Internet Fragen zu beantworten, ein paar Tage. Kann man sagen, gut, kann sich auch jemand ausdenken. Mein Eindruck war, als ich das gelesen habe, das ist wirklich jemand, der, das ist stimmig in sich, das macht Sinn, es gibt diese Denkweise, der Illuminati sehr gut wieder. Also wer da im Internet mal googeln will, Hidden Hand, googeln und das hieß dann Window of Opportunity, also ein Fenster der Gelegenheit, eben eine Illuminaten im Internet im Forum zu befragen. Kann ich ja jetzt in der kurzen Zeit gar nicht alles wiedergeben, aber das so die Quintessenz ist eben, dass die sich so sehen als Elite der Menschheit natürlich und die sagen, die Menschheit ist dumm. Sie sehen sich eigentlich als getrennt von der Menschheit, als über der Menschheit stehend und sie sehen es so, jetzt in Kurzfassung, dass sie vom Schöpfer quasi den Auftrag haben, auf der Menschheit negative Dinge fortzusetzen, damit wir auswählen können, weil wenn es nur positiv gäbe, könnten wir nicht entscheiden und keine Wahl treffen. Das heißt, sie glauben das. Also ich sag mal, es macht, auf, so wie er es beschrieben hat, durchaus Sinn, obwohl es eben auch für mich nicht sinnvoll ist, aber ich glaube eben, dass es durchaus, dass sie sich so sehen könnten, dass sie wirklich glauben, sie haben von einem höheren Geistwesen den Auftrag bekommen und sie glauben, dass das der höchste Gott ist. Aber das wage ich eben zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass der höchste Gott irgendjemandem den Auftrag gibt, du musst die Menschen verführen. Aber vielleicht gibt es einen Verführer. Vielleicht ist es tatsächlich sowas, dass wir diese Dualität brauchen. Aber wir haben ja genug Negativität. Ne? Die könnten jetzt langsam mal aufhören. Aber
Das andere Problem ist eben, dass sie eben ja ohne Liebe aufgewachsen sind und deswegen ja einfach zweckmäßig vorgehen. Die sagen, der Zweck heiligt die Mittel und die gehen eben über Leichen, um Ziele zu erreichen. Wir haben ja einige Leichen gesehen, Mind Control, Impfungen und so weiter, die ganzen Bereiche. Kümmert es eigentlich nicht, was die Menschen, ob es den Menschen gut geht, sondern es gilt ihnen, dass sie Zwecke, Ziele verfolgen. Auf die Ziele will ich später noch eingehen. Hidden Hand, auch ein interessanter Name, den der sich im Internet gegeben hat, denn, gucken Sie mal, das bedeutet was. Das ist unser guter Napoleon, glaube ich, ne? Bonaparte, da hat man ja immer gesagt, warum steht der immer so da? Was verdeckt der da? Das ist ein Zeichen. Ganz klares Zeichen, es ist eine verdeckte Hand hinter ihm, die ihn gefördert hat. Und das sind die Illuminati oder wie immer wir den nennen wollen. Und komischerweise macht nicht nur er das Zeichen, das gibt es also immer wieder. Früher war es scheinbar verbreiteter, die haben sich also so darstellen lassen. Ne? So ein Bild damals, so ein Gemälde, ging ja nicht so schnell wie heute mit der Digitalknipse, sondern da musste man sich richtig hinsetzen beim Fotografen. Und wenn man dann so ein Zeichen macht, es ist kein Zufall. Also Hidden Hand sieht man immer wieder und kommt hier, dieses rechte Bild ist aus einem Freimaurerhandbuch, bedeutet Sign of the Master of the Second Wheel. Das zweite Vorhang, Meister des zweiten Vorhangs. Also da gibt es so viele verschiedene Stufen. Und natürlich kontrollieren die Illuminate, wie ich schon sagte, über die Freimaurer und über die verschiedenen anderen Logen eigentlich die gesamte Welt oder versuchen sie zu kontrollieren. Ne? 33. Grad der schottischen Ritus geht gerade in die Illuminati rein. Da fängt es an. Also man kommt im Grunde eigentlich nur durch Geburt rein, also wächst in einer Illuminati-Familie auf. Raus kommt man eigentlich fast nicht, es sei denn, es steigt wirklich jemand auf und das kann sein Tod sein oder er wird völlig fallen gelassen und bekämpft. Je nachdem, ob er jetzt die Illuminati aufdeckt oder irgendwas, dann wird er wirklich fertig gemacht. Weil die haben auch einen Eid geschworen, auch in der Loge. Da haben wir das nächste Handzeichen natürlich. Hier haben wir rechts, das ist auch ein Freimaurerhandbuch, das schwören die selber, was ihnen blüht, wenn sie die Loge verraten. Also Kopf ab ist noch das Mildeste, hätte ich beinahe gesagt. Gott sei Dank, dass ich da nicht rein wollte. Dann gibt es eben viele Zeichen, die wir in öffentlichen Darstellungen finden. Und wenn ein Politiker sagt, wir müssen die Mehrwertsteuer erhöhen, dann und mit diesem Zeichen, dann sagt er damit, die da oben wollen das so. Und die Eingeweihten, wie gesagt, die wissen eben, wenn er das so sagt, kommt ja von oben, ne? Also werden sich alle dran halten. Es gibt ganz viele Zeichen, natürlich Krawattengriff, Brillen, Blick und so weiter, gibt's ganze Handbücher drüber. Ich habe jetzt das auch nur im Schnelldurchlauf. Einfach, dass man so ein paar Zeichen erkennt, aber die sehen Sie eben auch in den Zeitungen. Eben mal ein Politiker sagt, wir müssen das und das machen, dann ist das wirklich geplant von denen. Und dann werden die das durchziehen. Also was wir wählen können, ne, an Politikern, was nützt das, wenn wir jemanden wählen, der vor der Wahl natürlich verspricht, was wir gerne haben möchten, aber nach der Wahl macht er das, was von oben kommt. Ne? Und das ist so. Also wir in Deutschland, die rot-grüne Regierung hat als erstes dann Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland und so weiter, also Krieg geführt. Also wir sind ja im Krieg in Afghanistan im Moment. Ne? Damit haben die angefangen. Größter Sozialabbau wurde von der Sozialdemokratischen Partei im Grunde mitgemacht. Das heißt, wer da hochkommen will, auch in der Politik, schafft es meistens ganz schlecht ohne Unterstützung aus irgendeiner Loge und natürlich muss er auch irgendwie dafür bezahlen. Das heißt, in diesen Kreisen wird nichts aus Liebe gemacht, sondern was habe ich davon? Ne? Und wer hoch will, der geht halt über Leichen wahrscheinlich. Ich finde es interessant, fällt mir gerade auf, wo ich vorhin diese ganzen satanischen Zeichen gezeigt habe. Frankreich, Bush, also Amerika, aus Deutsch. Ich habe von deutschen Politikern und Schweizer Politikern sowas noch nicht gesehen. Müssen wir auch nochmal suchen, ne? Wäre interessant. Eine interessante Frage, oder? Fällt mir so ein jetzt. Das ist hier so ein Ritual, Bohemian Grove, also die haben auch ihre Rituale und nur Kurzfassung, da gehen auch nicht nur schöne Dinge und Schauspiele vor sich, sondern da wird es ganz übel, ganz übel. Und diese Energie, also das ist immer die Frage, wem geben wir Energie, wem geben wir Aufmerksamkeit? Dem Licht,
der Liebe? Geben wir der Liebe Raum? Verbreiten wir Liebe? Oder wollen wir das Dunkle, Finstere? Und wenn wir da weiterkommen wollen, dann geht das bis zu Opferungen von Menschen und so weiter. Grausamen Dingen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, weil das kann sie heute Nacht nicht schlafen. Und ich habe einiges erlebt, was mich wirklich tagelang nicht hat zur Ruhe kommen lassen. Von Leuten, die es selber erlebt haben. Das ist interessant. In ein Masonic Passport, also ein freimaurerischer Pass. Und diese Gruppe SAAM, ich habe das im Internet irgendwo gefunden, die Seite gibt es inzwischen nicht mehr, aber es ist ziemlich interessant, was man alles findet. Und der Film Illuminati kommt mir wieder gerade, heißt Angels and Demons, Engel und Dämonen. Haben wir alle, können wir uns alle entscheiden. Wir können uns für die Engel entscheiden oder für die Dämonen. Ne? Und bei den Illuminati ist es eben so, je weiter die hochkommen, desto mehr rufen die Dämonen an und desto mächtigere Dämonen unterstützen sie auch. Und tja, aber wir haben halt auch eben die Engel, die sind meines Erachtens immer stärker. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit, das ist einfach so. Gut, dass Sie das auch so sehen. Methoden. Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Stimmt nicht. Also die haben natürlich das Wissen und geben es nicht weiter. Und dadurch bauen sie ihre Macht auf. Sie im Grunde, sie haben ja auch sogar spirituelles Wissen. Also auch dieser Hidden Hand, dieser Illuminati, der war sich durchaus bewusst, dass sie sich Karma erschaffen, ne? Indem sie uns negative Dinge vorsetzen. Aber sie sagen, es ist ein göttlicher Auftrag und sie werden möglicherweise dafür viele Zyklen auf einem finsteren Planeten in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist und ob die das wirklich so sehen oder ob sie sich selber nur damit rechtfertigen. Aber sie haben spirituelles Wissen, aber wie gesagt, jeder kann auch da eine Entscheidung fällen. Wie geht er mit dem spirituellen Wissen um? Was macht er damit? Wendet er sich dem Licht zu oder den Engeln oder der Dunkelheit oder den Dämonen? Wissen ist Macht, ja. Gedankenkontrolle. Wir haben heute Vormittag schon einen wunderbaren Vortrag gehört, aber es geht technisch, aber es geht natürlich auch einfach über, indem man Worten eine andere Bedeutung gibt, indem man, was weiß ich, man redet von Demokratie und hat aber vor, im Grunde die Demokratie abzuschaffen. Ne? Das ist ja das, was im Grunde wirklich im Moment läuft. Ne? EU-Vertrag. Hm? Danke. Ja. Ich habe vor einem Jahr ein Video gemacht bei YouTube. Ich habe mich bei den Iren bedankt für die Wahl zum Nein zum EU-Vertrag. Jetzt habe ich ein neues Video gemacht, weil die wählen auf einmal nochmal. Was ist das für eine Demokratie, ne? Was für ein Demokratieverständnis. Also die Leute sind nicht einverstanden, dass die Iren Nein gewählt haben und dann müssen sie nochmal wählen. Das stellen die sich da oben unter Demokratie vor. Ne? Also wir wählen so lange, bis die Ja wählen. Und der EU-Vertrag ist wirklich voller Dinge, die meisten nicht wissen, weil nicht mal die Politiker haben den Vertrag gelesen, das sind 600 Seiten oder was. Bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz stimmt da gar nicht drüber ab, ich weiß nicht, ich rede mal als Deutscher für den deutschsprachigen Raum. Ne? Also unsere Abgeordneten haben alle das Werk gar nicht gelesen, aber alle pro gestimmt. Ne? Also wir Deutschen dürfen ja nicht drüber abstimmen, die meisten anderen Länder auch nicht. Die Franzosen haben Nein gestimmt, die Holländer auch. Dann kam eben der EU-Vertrag nochmal in Form des Lissabon-Vertrags, ist aber praktisch das Gleiche, ganz kleine Änderungen. Und der wurde aber nicht mehr übers Volk gewählt, sondern einfach von den Politikern durchgewunken. Und die haben es aber nicht gelesen, weil die eben von oben Order kriegen, das geht durch hier. Und die Iren sind im Moment die einzigen, die uns trennen vom Lissabon-Vertrag. Und da sind Sachen drin, wie zum Beispiel, ja, man kann auf Aufständische schießen, ne? Wir haben früher, da als in China da am Platz des himmlischen Friedens auf Aufständige geschossen wurde, haben gesagt, die Chinesen, das ist ja wohl nicht wahr. Ne? Und beim Lissabon-Vertrag ist das wieder möglich. Sie denken, sie haben Demonstrationsrecht und irgendjemand entscheidet dann, das ist keine Demonstration mehr, das ist ein Aufstand. Wir können jetzt auf die Leute schießen. Es ist da drin, dass die Leute, also alle EU-Staaten müssen mehr Militärausgaben machen. Und es entscheidet nicht mehr jedes einzelne Land, wo es das Militär hinschickt, sondern es wird von EU-Leuten bestimmt. Und in der EU werden die meisten Sachen von Kommissionen bestimmt. Und die können wir nicht wählen. Wir können die Kommissionen nicht wählen. In den Kommissionen sitzen manchmal die Interessenvertreter der Dinge,
der Interessengruppen eben, die bestimmte Interessen haben in den Gremien und in den Kommissionen, die also über etwas entscheiden müssen, wo sie selber von Interesse dran haben. Also Pharmaindustrie sitzt in den Kommissionen über Gesundheit entscheiden zum Beispiel. Ne? Und wir können die nicht wählen. Also ne, die erzählen uns immer, wir müssen mehr Demokratie in der EU haben. Köhler, unser Bundespräsident, hat ja gesagt, mehr Demokratie wagen, aber die wagen es nicht, uns zu fragen, was wir vom EU-Vertrag halten. Also das ist eben das Gedankenkontrolle. Man gibt einen Begriff wie Demokratie und alle sagen, toll, Demokratie ist gut. Dann sagt man die Rechten, die wollen ja die Demokratie abschaffen, aber die da oben, die machen es tatsächlich. Ja. Zeigen aber immer auf die Rechten oder auf die Linken, die wollen die Demokratie abschaffen. Gedankenkontrolle, das ist wie 1984 oder Schöne neue Welt. Wir kennen im Grunde diese ganzen Methoden, Machiavelli, Sun Tzu, Kunst des Krieges oder wie heißt das? Es gibt also im Grunde das Wissen, wie kriegt man die Menschen unter Kontrolle? Das ist vorhanden. Und in die Gedanken der Menschen zu kommen, ist natürlich das Schwierigste. Das kann man eben technisch machen, wie ja Frau Doktor, jetzt habe ich den Namen nicht mehr. Kilde heute Morgen gesagt hatte. Ne? Oder aber eben auch immer wieder durch Wiederholung von Lügen. Ne? Das hämmert man so lange ein, bis es irgendwo hängen bleibt. Und die Menschen, Massen sind ja träge. 95% der Menschen sind wirklich so, ich rede jetzt nicht von Ihnen hier, aber 95, Sie sind wahrscheinlich, gehören zu den 5%. Aber 95% der Menschen sind einfach wie Schafe. Die warten einfach, was wird gesagt und dann machen die das. Ne? Es sind eigentlich immer nur Minderheiten, die selbstständig denken und die müssen sie natürlich kriegen. Deswegen macht man eben AZK fertig, Michtmacht macht fertig und man wird versuchen, das Internet eben zu kontrollieren, weil eben diese 5% oder wie viel das immer sind, die sind gefährlich, von die da oben haben Angst vor uns. Ja, Methoden. Ja, von mir nicht, gut, aber vielleicht, wir haben Angst vor meiner Nase, ich weiß es nicht, ist auch egal. Was gibt's noch für Methoden? Verlockungen natürlich. Man kann jemanden, der irgendwo nach oben will, kann man immer sagen, also Karriere gibt's bei uns, komm her, ne? Komm zur Bank, komm in die Loge, da geht's nach oben, Geld, Macht, Ego. Es sind ganz viele Leute mit Minderwertigkeitskomplexen sind in der Loge, da können Sie von ausgehen. Dann das Prinzip Teile und Herrsche. Natürlich, klar, habe ich schon gesagt, man hetzt die Rechten gegen den Linken. Ich meine, wir sind ja im Grunde beides, wir sind so weit rechts, dass wir links schon wieder rauskommen. Ne? Mir sagt man ja auch immer, ich bin Rechtsextremer, aber wenn ich viele Plakate von den Linken sehe, dann sage ich, das finde ich gut, da bin ich auch für. Ne? Also es ist im Grunde schließt sich da irgendwo der Kreis, aber die hetzen natürlich immer alle Gruppen gegeneinander. Und solange die Rechten die Linken bekämpfen und sagen, die Rechten, das sind die Bösen, solange es haben wir das Spiel nicht durchschaut. Wenn wir das Spiel durchschauen, dann sagen wir, mir ist das egal, ob der rechts oder links ist. Ich gucke, was hat der zu sagen, wie fühlt sich der an. Ne, ist der echt, authentisch? Und mit dem kann ich dann was machen. Ne? Teile und Herrsche ist also das machiavellische Prinzip natürlich, dann Versprechungen, habe ich eben schon erzählt, eben vor der Wahl. Die Politiker erzählen uns vor der Wahl immer genau das, was wir wollen. Ne? Vor der Wahl in Deutschland, mit uns wird es keine Mehrwertsteuererhöhung geben. Nach der Wahl, ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, als die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Nur ein Beispiel, also Versprechungen, leere Versprechungen. Einschüchterung, also wenn jemand nicht spurt, ne? Du kennst das. Erste fängt man erstmal an, erstmal irgendwo wird er dann in eine Ecke gesteckt. Oder du kriegst mal eine Abmahnung oder irgendwo, irgendeine kleine, wo du sagst, oh Gott, das ist ja unangenehm, eine Anzeige. Ist nicht so dramatisch, aber ein Mensch, der das nicht gewohnt ist, der, um Gottes Willen, ne? Jetzt haben sie mich. Ja? Wenn man darüber das übersteht erstmal, also sagt, ich bleib stehen, ich bin überzeugt von dem, was ich mache und ich mache weiter, dann. Also Einschüchterungen, sage ich mal, sind so die ersten 20% oder was. Dann kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Das heißt, wenn die merken, mit Einschüchterungen kriegen wir den nicht so schnell weg, dann lassen sie einen erstmal eine ganze Weile machen. Also was man mit mir alles versucht hat, Einschüchterungen zum Beispiel, wenn du zu dem Vortrag fährst, jetzt nicht diesen, aber allgemein, wenn du dahin fährst, da könnte dir ja was passieren. Ne? Oder stell dich schon mal auf Schmerzen ein oder irgend sowas. Ne? Und ich dann natürlich erste Augenblick Angst. Ne? Scheiße, mir könnte ja was passieren.
Also fährst du vielleicht besser nicht hin. Und dann überlegst du, willst du das wirklich, willst du dem nachgeben? Natürlich nicht, dann haben die ja gewonnen. Also fahre ich hin und nichts passiert. Also zuerst mal Angst machen, Einschüchterung. Nachts klingelt das Telefon, keiner geht ran. Also Sachen, da kann man sagen, ist ja nicht schlimm, lege ich wieder auf und gut. Kostet ja nicht meine Telefongebühren. Angst ist natürlich das Thema, was am mächtigsten ist, ne? Den Menschen Angst zu machen. Im Kleinen, das sind Mafia-Methoden, ne? Wir werden ihm ein Angebot machen, was er nicht ausschlagen kann. Oder man macht ihm wirklich Angst, legt ihm Pferdekopf ins Bett oder irgend sowas, ne? Oder einen Fischkopf an die Tür, keine Ahnung. Angst im Kleinen, wenn du so weitermachst, gibt es richtig Ärger. Hat mit der Einschüchterung zu tun, aber das funktioniert eben Angst weltweit. Angst, Arbeitsplatz zu verlieren, Angst, Geld zu verlieren, Angst, Existenzangst, Angst, krank zu werden. Die ganze Impfung ist Angst, krank zu werden. Also verkaufen die uns Impfungen, weil sie sagen, ja, dann wirst du vielleicht nicht krank. Aber das ist natürlich nicht bewiesen. Aber aus Angst kaufen die Leute jetzt Tamiflu bei Schweinegrippe. Ne? Angst vor Terror, ne? 9/11, das ist eben Illuminati-Spiel im großen Stil. Ne? Da wird Angst erzeugt, nicht auf der kleinen Ebene, sondern global. Ein traumatisches Erlebnis, die Leute sind im Angstzustand. In der Angst sind wir geschwächt, sind wir klein, sind wir manipulierbar. Wenn ich Angst habe und jemand kommt und sagt, komm, ich helfe dir, dann sage ich, okay, helf mir, ich habe Angst. Ne? Und ich überlege dann gar nicht, denke dann gar nicht mehr nach. Und das ist genau das, was passiert ist. Nach 9/11 hat die amerikanische Regierung eben Gesetze durchgebracht, die man normalerweise bei klarem Verstand niemals zulassen würde. Einschränkung der Rechte, der Freiheit. Wir haben doch früher gehabt, jemand ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Ne? Auf einmal gilt das nicht mehr. Im Kampf gegen den Terror kann man eben ins Gefängnis gesteckt werden, so lange, wie die eben denken. Da hat man kein Recht auf einen Anwalt auf Guantanamo. Das ist alles Folge. Und wir haben zugestimmt, oder die Amis haben zugestimmt. Ich habe das noch die Bilder im Kopf, wo die im Kongress da Standing Ovations for Bush, ne, wo der gesagt hat, wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen. Natürlich Maßnahmen, mehr Überwachung. Als wenn das was bringt, das Internet und die Telefone ständig zu überwachen, als wenn die Terroristen immer anrufen. Du sag mal, ey, morgen früh die Bombe, du denkst ja dran, ne? Es bringt überhaupt nichts, alles abzuhören. Da wird man keinen Terror mit verhindern. Es ist so albern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich, sonst erzähle ich noch die Geschichte von dem Mohammed Atta, von dem 9/11. Wo ist das Bild? Okay, das, ne? Ich könnte ja stundenlang darüber alleine reden, aber Sie kennen das wahrscheinlich alles. Aber der Mohammed Atta, dieser arabische Hirtenjunge, der hat natürlich dann geplant, eben das World Trade Center mit einem Flugzeug niederzureißen, hat einen Abschiedsbrief geschrieben, hat den Abschiedsbrief in den Koffer gepackt, hat den Koffer aufgegeben in dem einen Flugzeug, ist aber nicht direkt geflogen, sondern über Boston geflogen. Koffer fiel vom Band, zufällig, kommt ja mal vor, ne? Zufällig hat man dann an den Koffer reingeguckt und hat dann diesen Abschiedsbrief von Mohammed Atta gefunden. Ne? Ich meine, was macht das für einen Sinn, wenn ich einen Abschiedsbrief schreibe, dann gebe ich den doch nicht auf in den Koffer, in das Flugzeug, dass ich ins World Trade Center rasen will, oder? Und dann ist da noch eine Videokassette, wie fliege ich eine Boeing 747 und Fluguniform. Was macht das denn für einen Sinn? Also ich habe jetzt dieses Flugzeug entführt und jetzt fällt mir auf einmal ein, ich weiß gar nicht mal, wie man diese Boeing fliegt. Stuart, das könnten Sie noch mal runter in den Frachtraum gehen, da muss mein Koffer sein, da ist eine Videokassette, können Sie die mal einlegen? Es macht keinen Sinn. Es ist so albern. Aber das ist die Geschichte, die uns das FBI erzählt, warum diese 19 Terroristen da verdächtigt sind. Oder Mohammed Atta eben. Da findet man noch irgendwo einen Koran im Mietwagen vom Flughafen und ist ja alles klar. Und hier alles in Schutt und Asche, aber man findet einen Pass. Ne? Egal. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass diese Gebäude gesprengt wurden. Das ist inzwischen wirklich klar bewiesen. Brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist so. Die fallen nicht so perfekt in sich zusammen, wenn das nicht ganz präzise gesprengt wird. Und WTC-7, das Nachbargebäude hier, sowieso, da ist ja kein Flugzeug reingerast. Also warum ist das in sich zusammengefallen. Ne, also das ist das Thema Angst. Angst auf globaler Ebene, Angst vor Terror im Zuge der
von 9/11 haben wir eben vielen Gesetzen zugestimmt, die unsere eigene Freiheit einschränken, unsere Rechte einschränken, die denen da oben die Macht geben, uns immer mehr zu überwachen. Ne, also die müssen uns, die können ja nicht 6 oder 7 Milliarden Menschen in Ketten legen oder in Gefängnisse stecken, das klappt nicht. Das heißt, sie müssen uns dazu bringen, dass wir freiwillig zustimmen, dass wir uns unsere eigene Macht abgeben, unsere eigene Freiheit aufgeben. Ja, und letztes natürlich ist Gewalt einfach, also man bringt jemanden um oder beseitigt, Haider zum Beispiel, ist bestimmt nicht da irgendwie besoffen Auto gefahren, glaube ich nicht. Wie auch immer. Es wird halt ab und zu mal jemand beseitigt. Und gerade natürlich jemand, der in der Loge ist, der hat das auch noch unterschrieben. Ne? Was passiert, wenn er auspackt? Geld unter Kontrolle zu kriegen, ist natürlich auch klar. Das ist übrigens der Amero-Münzen. Die sind schon geplant. Union of North America. Ne? Also es ist eine Union von Nordamerika, Mexiko, USA und Kanada geplant. Das ist der Amero, weil der Dollar ist ja im Grunde ist nichts mehr wert. Ne? Das lässt sich nicht mehr lange halten. Nur ein Beispiel, ich weiß nicht, ob er kommt, aber das sind alles so Pläne. Ja, also hier sehen wir nochmal Überwachungskamera vom Pentagon. Ich rede ein bisschen, weil das einfach so witzig ist, was die da uns verkaufen. Also Anschläge vom 11. September und da steht 12. September, sehen Sie es? 12. September, haben also schon beim Datum geschlampt hier, Überwachungskamera. Gucken Sie sich an, 1737, Frame 19, ne? Also jedes Bild ist einzeln nummeriert. Jetzt klicke ich einen weiter, ist immer noch Frame 19, da ist die Explosion. Und wo war jetzt das Flugzeug? Ich sehe keins. Aber der Rasen vom Pentagon, der ist toll, den will ich jetzt auch für meinen Garten bestellen. Der ist unkaputtbar, da kann also eine Boeing explodieren, man sieht nichts. Also so viel nur dazu. Es macht einfach Spaß. Ich könnte stundenlang über diese Anschläge reden. Ich bringe nur ein paar Beispiele, ne? Einfach nur aber Sie wissen das wahrscheinlich alles. Ne, das Pentagon, da sieht man einfach, da oben sieht man, wie so ein Vogel aussehen würde. Und wenn der da reinfliegt, mit ein paar hundert Tonnen und mit ein paar hundert Stundenkilometern, der geht aber durch wie Butter. Der bleibt nicht da vorne irgendwo hängen und da ist ein kleines Loch in der Wand. Dann ist noch interessant, wenn man die Flugbahn von dem Vogel nachvollzieht. Der kam aus der Richtung, also von da hinten. Da oben reinzufliegen, muss er also einen riesen Bogen geflogen haben. Das ist natürlich schwierig, wenn man seinen Führerschein oder seinen Flugschein in Florida gemacht hat, auf so einer Cessna. Aber das erzählt man uns als Geschichte der Anschläge vom 11. September. Terror ist halt, Al-Qaida ist einfach ein Pseudonym für CIA, ne, das ist Geheimdienste. Es gibt keine Al-Qaida von sich aus. Ne? Das wird einfach gefördert von den, ja, auch wahrscheinlich Illuminati, die haben natürlich auch die Geheimdienste unter sich und so weiter. Also es ist ein Riesennetzwerk. Ich kann über so vieles reden, das ist auch nur ein Beispiel über AZT. Das gibt man Leuten, die HIV-positiv sind, ohne geeichten Test. Man weiß also, man hat kein Virus festgestellt, aber man sagt mal erstmal, du bist HIV-positiv, ne? Auch auf Verdacht. Ist gerade, der sagt, er ist schwul und macht ein bisschen rum, also testet man den jetzt eben mal auf HIV-positiv. Ne? Ist kein geeichter Test und wenn er so ist, kriegt er eben ein Medikament mit einem Totenkopf-Symbol drauf. Ne? Also jemand, der eine geschwächte Immunkraft hat, der kriegt noch was, wo ein Totenkopf-Symbol drauf ist. Das ist natürlich die Laborpackung. Auf der Packung, die der Patient zu Hause kriegt, ist der Totenkopf nicht drauf. Was ist das für eine Welt? Ne? Das gleiche Medikament, einmal ist es hochgiftig, einmal kriegt es der Patient, der wird aber nicht drüber informiert. Ja, also so verdreht ist das alles. Wir müssen also einfach anfangen, auch wieder selber zu denken. EU hatte ich eben schon, Macht und Ohnmacht. Ja, ich sagte es ja auch schon, die da oben haben von Gott nicht mehr Macht bekommen, aber wir haben zugelassen, dass sie Macht an sich gerissen haben. Wir haben vielleicht selber Angst, Macht anzunehmen. Vielleicht haben wir in früheren Leben Machtmissbrauch betrieben und jetzt haben wir Angst, nochmal wieder in unsere eigene Macht zu gehen. Wir dürfen uns aber jetzt langsam auch wieder erinnern, wir haben auch Macht. Und ohnmächtig sind wir nur, wenn wir es zulassen. Kraft der Gedanken ist ein Thema. Ne? Ich habe nur so ein paar Stichworte jetzt auf die Folien geschrieben. Unsere Gedanken haben Kraft und sie wirken sich aus. Die da oben wissen das. Und sie wollen nicht, dass wir das auch wissen, dass unsere Gedanken Kraft haben. Und wenn wir uns das wieder zugestehen, dass wir Macht haben, dann können wir uns hinstellen und sagen,
Ich sage hier, nein, stopp, ich mache das nicht mehr mit. Okay, was sagen die Illuminati über die Zukunft? Ich habe eben auch von diesem im Internet da Hidden Hand einfach ein paar Hinweise interessant. Also erstmal gibt es natürlich Sachen, die geplant sind, von denen dann kriegen die Illuminati, je nachdem in welchem, wie weit die drin sind im harten Kern oder weiter draußen, kriegen die dann eine Information oder einen Anruf, morgen passiert das und das, mach dir keine Sorge, das ist geplant. Irgendein Anschlag oder irgendwas passiert und die wissen es vorher. Ne? Also es gibt die Dinge, die sie geplant haben, aber es gibt natürlich auch Dinge, die passieren, ohne dass sie es geplant haben. Obwohl die immer meinen, sie haben alles unter Kontrolle, aber das haben sie eben auch nicht. Die wissen zum Beispiel auch von 2012. Die haben riesige unterirdische Anlagen, wo sie 2012 die Elite sozusagen reinpacken werden. Mein Eindruck ist, sie werden dann nur ihre eigene Hölle erleben. Denn wenn sie es nicht gelernt haben, sich um alle Menschen zu kümmern, sondern nur um sich selber, dann haben sie irgendwie was nicht gelernt, was sie bis 2012 lernen sollten. Also sie wissen, dass da was auf uns zukommt. Wir wissen es, scheinbar wissen es viele auch, und wir haben nicht mehr ganz viel Zeit. Aber es ist ja nicht so, dass dann auf einmal Schluss ist oder ich weiß nicht, was 2012 passiert, aber es wird viele Veränderungen geben. Wir dürfen wirklich davon ausgehen, dass die Welt in ein paar Jahren nicht mehr so sein wird, wie wir sie jetzt kennen, mit all den Infrastrukturen, die wir haben, dass wir in den Supermarkt gehen können und jeden Tag was einkaufen können. Es kann sein, dass das ganz schnell zusammenbricht. Die Vorräte sind ganz schnell weg, wenn es eine Krise gibt. Ja. Auch die Technik, es kann eben sein, also das Erdmagnetfeld wird schwächer und es gibt ja diese Sonneneruptionen und die werden dann weiter, die werden uns mehr betreffen. Dieter Bröers, ich weiß nicht, wer den kennt, Morpheus wird er auch genannt, hat ein Buch geschrieben, macht gerade einen Film über 2012, der sagt, dass die Leute, es kann sein, dass Sonneneruptionen kommen, wo die Leute wirklich wie unter LSD sind. Die können da nicht mit umgehen. Wenn man dann unvorbereitet ist, man weiß nicht, wie es wirklich passiert. Aber es kann auch sein, dass die ganze Elektronik ausfällt, ne? Wenn so ein, wirklich so ein Sonnenflare uns erwischt und das Erdmagnetfeld eben geschwächt ist, dann kann sein, dass es Computer und sowas, Satelliten, alles nicht mehr funktioniert. Vielleicht mal ganz gut, ne? Also wir müssen ja nicht, wir sind es so gewohnt, abends den Fernseher einzuschalten und dann mal ins Internet zu gucken. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sitzen wir da, ich gucke nochmal, ob nicht jemand eine E-Mail geschrieben hat. Oder was ist da im Chat, ne? Oder ich klicke nochmal einfach mal ein bisschen rum, anstatt mal auszumachen. Ne? Das sind alles so Sachen, die heute so selbstverständlich sind und die uns immer davon ablenken, wir selber zu sein. Und ich denke, wir müssen uns wieder auf uns selber besinnen, was wir eigentlich sind. Ja. Also, wie können wir damit umgehen? Natürlich macht vielleicht vieles, was ich hier jetzt erzählt habe, Angst. Ich möchte niemandem Angst machen. Nur das nützt ja auch niemandem was, wenn irgendwas auf sie zukommt, völlig unvorbereitet. Ne? Deswegen es ist wichtig, dass wir heute unsere Ängste überwinden. Und wahrscheinlich geht der eine oder andere noch richtige Ängste durch. Ich zum Beispiel mach einiges durch. Ne? Auf einmal ist der Job weg. Ne? Du hast vom Gehalt von da bist du auf einmal auf null. Hast ja gerade ein neues Auto gekauft, eine neue Wohnung gemietet. Dann wachst du morgens schweißgebadet auf und hast Angst. Einfach nur Existenzangst. Ne? Gut, kann man, wenn man drüber nachdenkt, dann, ach, das kriege ich irgendwo hin. Aber Angst ist da, die ist erstmal da. Und wenn du nicht aufpasst, dann hast du ein Magengeschwür. Ne? Ist so. Das ist jetzt erstmal, das haben ja viele Leute, bin ich ja nicht der Einzige, nur ich mache es vielleicht auch durch, damit ich nochmal weiß, so kann es nicht sein. Ich habe keine Lust mehr, jeden Morgen mit Angst aufzuwachen. Das kann es nicht sein. Warum haben wir zugelassen, dass wir eine Welt geschaffen haben, in der wir ständig Angst haben? Das kann es nicht sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit Ängsten befassen, dass wir uns das angucken. Wenn wir zum Beispiel, wenn uns jemand über ein Hai erzählt und dann, oh, der weiße Hai und alle Panik, da ist ein Hai im Wasser. Es gibt Leute, die tauchen nach Haien und streicheln die. Ne? Ganz andere Herangehensweise. Also keine Angst, keine Panik. Und das zu wissen allein, kann man ganz anders rangehen. Ne? Also deswegen ist es eben interessant, sich diese Ängste anzugucken, sich damit zu befassen. Wovor habe ich eigentlich Angst? Angst vor Terror haben wir jetzt nicht mehr. Schweinegrippe, die Leute haben meines Erachtens auch nicht mehr so diese Angst. Wir haben ja geguckt, hier 2-3 Leute haben Angst vor Schweinegrippe. Aber
1500 Leute haben Angst vor Zwangsimpfungen. Aber auch die Angst einfach angucken und sagen, ich lasse mich nicht zwangsimpfen, ich stelle mich da quer. Ein interessantes Ding war, die haben ja schon nach den Anschlägen vom 11. September kamen ja schon mal diese Antragsbriefe, ne? Und die haben damals geplant, die gesamte Bevölkerung gegen Pocken zu impfen, schon mal vorsorglich, weil es könnte ja ein biologischer Terroranschlag kommen. Aber die Ärzte, die man natürlich zuerst hätte impfen müssen gegen Impfen, wenn die Bevölkerung impfen sollen, die haben sich geweigert, sich zu impfen zu lassen. Also es klappt nicht alles, was die planen da oben, und das ist das Schöne. Also wir können auch mal sagen, wir machen das nicht mit. Ja, also Ängste angucken, Angst vor Terror sowieso, Angst vor Krankheiten. Ja, wir haben ja so schöne Vorträge gehabt über Pharmaindustrie letztes Mal. Ne? Ich war ja nicht da, aber ich kenne den. Ich habe den selber interviewt, den John Rengen oder John Wirepan. Dass uns einfach Krankheiten da verkauft werden und man will uns nicht gesund halten, sondern man will an uns verdienen. Also wir müssen auch gar nicht Angst vor unheilbaren Krankheiten haben. Das meiste ist wirklich, dass wir uns, wenn wir krank sind, dass wir gucken, was hat das mit mir zu tun? Oder alles hat mit mir zu tun. Immer wenn ich Probleme habe, ich habe mir das selber erschaffen. Übernehmt die Verantwortung für euer Leben. Dann kommt ihr über die Angst hinaus. Es ist natürlich, erfordert ein bisschen Mut. Es ist natürlich leichter zu sagen, die anderen sind schuld. Ja, die Presse und die, was weiß ich, die Politiker und die, mein Nachbar und die Juden oder die Nazis oder die Schwulen. Es ist immer irgendjemand anders schuld. Das ist natürlich einfach, aber so kommt man nicht weiter. Es geht nur, wenn man wirklich sagt, niemand ist schuld. Ich habe mir dieses Leben so erschaffen und ich gehe dieses Leben, weil ich mir diese Inkarnation so ausgesucht habe. Ich bin hier in der spannendsten Zeit, die Menschheit wahrscheinlich durchmacht. Es gibt Leute, die wissen, dass sie inkarniert sind. Junge Leute, die sind 20 oder 21, die wissen genau, die haben sich inkarniert, um diesen Übergang 2012 zu begleiten. Die haben ein ganz klares Bewusstsein davon, dass sie deswegen hier sind. Also Angst überwinden, Angst angucken. Nicht verdrängen, das nützt nicht. Einfach mit beschäftigen, was ist wirklich hinter der Angst? Angst vorm Hai, eben wie gesagt, einfach mal beschäftigen. Haie greifen normalerweise keinen Menschen an. Man kann wirklich wie auf den Hund zuzugehen. Man kann Angst vorm Hund haben oder man sagt, ey, Susi, guck mal, was ist denn los? Das funktioniert, ne? Der Hund nimmt das auf und sagt, oh, der hat Angst. Oder der sagt, oh, der ist ja ganz nett, da kann ich mal mit dem Schwanz wedeln. Es ist Ihre Sache, wie gehen Sie auf den anderen zu, wie gehen Sie auf die Welt zu. Mit Angst, dann werden Sie auch ständig angstmachende Dinge erleben. Und dann ziehen Sie auch das ins Leben, wovor Sie Angst haben. Ne? Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das ziehen wir ins Leben, um es zu erlösen. Wir können alle Dinge nur selber erlösen. Ich weiß nicht, ich rede jetzt hier frei, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ihr sagt wirklich, ich habe noch kein rotes Schild gesehen. Macht mir doch mal ein Zeichen hier mit. Gut, aber es geht wirklich darum. Oh, 5 Minuten. Habt ihr noch was vor heute? Ach so, es kommt noch eine Schweinerei. Nee, der Film mit dem Schwein, ne? Ja. Schweinchen Babe, oder wie heißt? Egal. Also ich versuche es ein bisschen aufzuheitern, weil ich will Ihnen keine Angst machen. Ne? Beschäftigen Sie sich mit den Dingen, gucken sich die Ängste an. Aber was wir noch machen können, Liebe schicken. Ich frage einfach mal, ob ich das darf. Weil ich ja vorhin gesagt habe, die Illuminati kennen keine Liebe, beziehungsweise sind so aufgewachsen in einer Familie, wo sie nicht mal von der Mutter Liebe bekommen haben. Also denen fehlt Liebe und deswegen denken sie, sie müssen ihr Glück im Geld, im Erfolg, in der Macht suchen. Wie wäre das, wenn so jetzt hier, ich weiß nicht, 1500 wie Leute, ich habe die Beine noch nicht gezählt, aber es sind schon eine Menge, ne? Wenn so viele Menschen ihre Gedanken vereinen auf ein Ziel, wie wäre es mit einer kleinen Meditation? Wir schicken den Illuminati Licht und Liebe. Einfach schon? Ich mache es nur, wenn alle einverstanden sind, ja? Okay. Wir brauchen keine Angst zu haben. Es kann mir gar nichts passieren. Und Sie müssen nirgendwo unterschreiben und einer Sekte beitreten. Meditieren kann jeder. Machen Sie Augen zu. Sie wissen ja, wie ich aussehe. Setzen Sie sich entspannt hin. Fühlen Sie wirklich Ihren Körper, wie er verbunden ist mit der Erde. Atmen Sie ganz entspannt. Ihnen kann im Moment hier auch nicht viel passieren, glaube ich. Nein, wirklich nicht. Es ist ein geschützter Raum und es sind wirklich Engel da, die diese Veranstaltung begleiten, glaube ich. Ich glaube es einfach mal. Und lassen Sie auch die Kiefer los. Sie müssen sich nicht durchbeißen irgendwie. Lassen Sie die Schultern los. Entspannen Sie sich wirklich so. Atmen Sie tief in sich hinein und eben nicht nur an der Brust hier oben, sondern gucken Sie, dass der Atem wirklich
ganz entspannt, dass sie immer mehr in ihre Mitte kommen und spüren, was sie eigentlich sind, nämlich ein göttliches Wesen, nicht dieser Körper. Vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen, entweder in Ihrem Herzen eine kleine Flamme oder an Ihrer Zirbeldrüse. Ich weiß nicht, wo Sie es gerne vorstellen, ein kleines Lichtfunken. Und stellen Sie sich vor, wie der immer größer wird mit jedem Atemzug. Und stellen Sie sich noch vor, dass vielleicht noch Licht aus der Quelle kommt, aus der Quelle allen Seins. Und aus der Erde, vielleicht durch den Boden kommt, gibt Mutter Erde uns noch Energie dazu. Das heißt, in uns kommt jetzt so viel Licht und Energie und wir nehmen es auf mit jedem Atemzug, verstärken es und das Licht pulsiert. Mit jedem Atemzug wird das Licht stärker. Und Liebe, wie fühlt sich Liebe an? Jeder war schon mal verliebt. Versuchen Sie mal einfach sich vorzustellen, jetzt die Liebe, dass Sie die Liebe einfach durch Ihr Herz fließen lassen. Sie müssen, der Verstand kann da nichts mit anfangen, also nichts bei denken. Sie müssen sich nicht anstrengen, das funktioniert ganz alleine. Einfach die Absicht, dass Sie jetzt die Liebe und das Licht durchfließen lassen und verstärken. Und wir schicken es den Illuminati oder all denen, wo wir meinen, die haben zu wenig Liebe gekriegt. Und wir bitten die Engel, die da sind, dass sie uns helfen, weil die haben natürlich einen besseren Überblick. Die können sagen, da schicken wir es hin, da schicken wir es hin. Wir lassen das einfach los und sagen, das geben wir ab. Wir verstärken einfach nur das Licht und die Liebe, lassen es fließen, immer stärker, schicken es zu den Illuminati. Wenn der eine oder andere von Ihnen so ein bisschen jetzt bewegt ist und vielleicht ein bisschen weinen will oder so, aber vielleicht hat man das Gefühl, wenn man über Liebe spricht, ne, wir haben alle Verletzungen erlebt, als wir geliebt haben. Wir haben alle Blockaden aufgebaut. Die Illuminati natürlich sehr viel stärker, weil die die Liebe nie erlebt haben. Und wenn das bei Ihnen passiert, dann benutzen Sie das, stellen Sie sich vor, dass das Gefühl jetzt auch dahin geht, wo immer das jetzt hingeht, dass auch da jetzt die Blockaden abbröckeln können. Vom Herzen, von der Liebe. Alle Verletzungen bröckeln ab von den Illuminati. Vielleicht noch ein bisschen, aber vielleicht machen wir das öfter, wenn so viele Leute zusammenkommen. Die Gedanken sind sehr kraftvoll. Die da oben wissen das. Im Namen Jesu natürlich. Sie können anrufen und bitten, wen Sie wollen. Ich will da nichts vorgeben. Das ist jedem selber überlassen. Aber wir sind göttliche Wesen. Wir brauchen keinen Papst, wir können das selber machen. Ich bin eine Minute ruhig und dann kommen Sie vielleicht, oder kommen Sie zurück, wenn Sie wollen. Ich sage einfach mal nichts, atmen Sie noch ein bisschen entspannt, bleiben Sie sitzen und bitte gleich nicht anfangen zu klatschen, das würde die zarten Energien zerstören. Ich weiß, dass Sie mir Applaus gönnen möchten, bleiben Sie ruhig. Ich danke Ihnen auch so. Ich bin einfach eine Minute ruhig, Sie atmen noch ein bisschen, kommen ganz langsam zurück, wenn Sie meinen, das war genug. Ja? Also schicken Sie Liebe zu den Illuminati und ich danke Ihnen, dass Sie das mitgemacht haben. Danke. Und wir danken Mutter Erde, dass sie uns die Energie gibt, dass sie uns nährt. Trotz all der Verletzungen, die wir ihr geben, sie uns trotzdem nährt. Wir danken den Engeln. Wir danken allen geistigen Wesen, die jetzt mitgemacht haben. Wir haben so einen wunderschönen Planeten. Nicht? Ich möchte nicht, dass hier nur noch Sklaven leben, die kein Herz mehr haben. Aber hier sind so viele wunderbare Menschen hier. Und das müssen wir bewahren. Das ist stärker. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Ein paar Bilder, die ich selber gemacht habe, wie schön das bei uns sein kann auf der Erde. Tja, sowas können Sie auch machen, jeden Tag oder ab und zu in kleinen Gruppen mit Freunden. Es funktioniert. Danke. Danke, Joe Konrad. Du warst mutig, bist weit gegangen. Ich danke euch, ihr seid genauso. Also ich finde es toll, was ihr hier macht. Es war sehr
tief, was du gebracht hast, sehr auch schnell, du musst es schnell arbeiten, aber wir haben vieles jetzt zum Verarbeiten. Nebst all dem, was wir gehört haben, hier, ich darf wieder auf unser Symbol hinweisen, im Namen Jesu haben wir gehört, das ist jetzt ziemlich vielen quer durchgegangen, aber das spielt keine Rolle. Wir sind hier, um das zu nehmen, was wir nehmen können, das andere lassen wir beiseite. Es geht in erster Linie um Information, eigentlich noch nicht mal um Lösungswege. Eigentlich ist die AZK nicht bietet nicht in erster Linie Lösungswege an in der Konferenz. Hier geht es eigentlich darum, zu zeigen, wo sind die Probleme. Anregen, einfach genau. Darüber nachzudenken. Jeder genau. Muss für sich selber Entscheidungen treffen. Und dann am Schluss werden wir uns entscheiden müssen, welchen Lösungsweg nehmen wir. Aber wir müssen achten, dass wir nicht vor den Medien auch hier wieder Breitseite geben. Wir wollen eine Informationsstätte bleiben, dass wir uns mal zuerst einfach neutral zu diesen Dingen stellen. Wir wollen sie hören. Die Heilswege an einem eigenen Ort. Wie ihr wisst, ich bin Leiter der OCG. Das ist mein Heilsweg, den ich anbiete. Wenn jemand einen Zug hat dahin, kann er sich nachher informieren. Wenn jemand einen Zug hat, diesen Weg zu gehen oder wie auch immer, das ist eure Entscheidung. Das ist die Sache, die jeder dann, ich sage mal, außer AZK entscheiden muss. AZK soll eine neutrale, ein Hören, Stimmen und Gegenstimmen, vor allem Gegenstimmen, ein Ort sein, wo man sich informiert. Also du bist mutig gewesen, bist weit gegangen. Ich danke dir. Ich möchte noch eines kurz doch noch aufgreifen, bevor wir jetzt Pause machen. Du hast von der Einschüchterung geredet, hast die Frage gestellt, hast du schon mal in der Schweiz dieses Zeichen gesehen bei unseren Politikern? Ich habe auch nicht darauf geachtet, aber wenn auch das Zeichen nicht da ist, aber die Methoden, die du erzählt hast, die sind hier, zweifelsfrei. Genau. Wir hatten jetzt gerade eine Abstimmung um 5.000 Stimmen verpasst. Öffentliche Meinung sagt, wenn eine Abstimmung 2% am Limit liegt, ist das die Toleranzgrenze, die immer falsch liegt. Das war 0,2% daneben. Eigentlich hätten sie es von selbst nochmal wiederholen müssen. Also haben wir das Recht auf Einsprache gemacht. Es wurden Einsprachen in allen möglichen Kantonen gemacht, um diese Abstimmung zu wiederholen. Und dann kam die prompte Abschüchterungstaktik. Das kam jetzt aus allen Kantonen parallel. Das heißt, sie haben alle Namen der Einsprachen aufgelistet, veröffentlicht, allen zugesandt und gesagt, wir gedenken jetzt die ganzen Kosten auf euch abzuwälzen. Ist das nicht Einschüchterungstaktik? Natürlich. Ja? Und da kann ich nur sagen, wenn unsere Regierung so weit ist, dass sie unser demokratisches Recht, diese Dinge, wenn sie schiefgelaufen sind, einzusprechen, wenn sie das finanziell abwälzen, das haben sie jetzt mittlerweile gemacht, dann ist es wirklich eine kriminelle Angelegenheit. Und meine Bitte ist, nicht einschüchtern lassen. Genau was du gesagt hast, entscheiden. Wenn wir uns fürchten, haben wir ihnen die Macht übergeben. Aber wir dürfen uns nicht fürchten vor solchen Einschüchterungsversuchen. Dann erst recht drauf und wir werden hier noch durchbrechen. Also nochmal danke für den interessanten Vortrag. Okay.